Herzlich willkommen zur Festveranstaltung 30 Jahre Lieder in der Europäischen Union und 25 Jahre Lieder in Österreich. Wir befinden uns hier im mobilen Pavillon der Steiermarkschau in Hartberg und ich darf neben mir begrüßen Landesrat Magister Christopher Drechsler, Landesrat für Europa, Kultur, Sport und Personal und Initiator der neuen Ausstellung des Landes, die Steiermarkschau. Herrn EU-Kommissar, Diplom-Ingenieur Dr. Franz Fischler, als Keynote-Speaker der heutigen Veranstaltung und Alexander Kader, Gestalter des mobilen Pavillons und treibende Kraft hinter der Idee auch der Steiermarkschau. Herr Landesrat, Sie haben ein stärkendes und starkes Zeichen der steirischen Kultur mit der Steiermarkschau gesetzt. Was ist Ihr Ziel mit diesem Vorhaben? Nun, wir wollten mit der Steiermarkschau einen großen Lückenschluss vollziehen. Wir hatten ja seit mehr als 15 Jahren keine Landesausstellungen in der Steiermark und daher sind wir vor circa 3 Jahren daran gegangen, mit der Steiermarkschau ein neues Format, ein neues zeitgemäßes Ausstellungsformat zu kreieren in einem großen Team. Und ein Teil dieser Steiermarkschau ist der mobile Pavillon. Er ist einer von 4 Schauplätzen der Steiermarkschau, neben dem Kunsthaus in Graz, dem Museum für Geschichte in Graz und dem Volkskundemuseum. Jetzt ist der mobile Pavillon gerade in Hartberg. Wir sind mitten im großen Panorama des mobilen Pavillons und ich freue mich, dass schon weit mehr als 5.000 Besucherinnen und Besucher, 6.000 höre ich gerade, mehr als 6.000 Besucherinnen und Besucher hier in Hartberg den mobilen Pavillon besucht haben, trotz aller Covid-Einschränkungen, die wir zu gewärtigen haben. Ich halte es für ein wirklich beachtliches Symbol des Aufbruchs aus der Krise, ein Zeichen für Zuversicht und ich freue mich einfach, dass die Steiermarkschau auch mit dem Pavillon hier in Hartberg ist und dass wir insgesamt diesen kulturpolitischen Akzent heuer setzen können. Dann würde ich habe mich gar nicht vorgestellt, ich bin Astrid Kuri, die Kuratorin der Ausstellung im mobilen Pavillon. Sie heißt Wer wir sind und ich würde Sie ganz kurz vielleicht durch den Inhalt führen. Hier im Panorama zeigen wir Impressionen steirischer Landschaftselemente von Künstlerinnen und Künstlern, überwiegend der jüngeren Generation mit Steiermarkbezug. Das Thema, wer wir sind, handeln wir am Beispiel von Landschaft ab. Landschaft ist unsere Lebensgrundlage und Landschaft ist auch ein Raum gesellschaftlichen Gestaltens und Handelns. Und so zeigt sich auch an den Landschaften auf eine gewisse Art, wer wir sind. Die Landschaften prägen uns und wir prägen die Landschaften. Der Pavillon versammelt Blicke der Kunst und der Wissenschaft auf Landschaftselemente und ist hier eine Reflexion der Gegenwart auf eine ganz besondere Art. Wir haben hier im Panorama große Projektionen, die auch panoramatisch einen Überblick geben und faszinieren möchten für die zeitgenössische Kunst. Die Steiermark zeichnet sich aus durch ein besonders blühendes Kunstleben, durchaus etwas, worauf wir sehr stolz sein können. Und zur Landschaft im Blick der Kunst haben wir vertiefende Beiträge aus Wissenschaft und Forschung mit dem Aspekt der Vielfalt. Wir zeigen hier zum Beispiel, stellen vor die Sprachenvielfalt der Steiermark, die Artenvielfalt in den Kulturlandschaften. Wir geben auch einen Einblick und befragen die kontaminierten Landschaften, die Spuren des NS-Terrors enthalten und fragen nach der Erinnerungskultur in der Steiermark. Wir zeigen in den thematischen Karten des digitalen Atlas, eine Geoinformationsplattform des Landes Steiermark an der Abteilung 17, zeigen wir hier zum Beispiel, wie die landschaftliche Vielfalt sich etwa auf Wirtschaft, Alltag und Gesellschaft auswirkt. Und was wir auch zeigen, und hier ist die Verbindung zum heutigen Tag, es sind die 15 steirischen Liederregionen, die sich hier vorstellen mit ihren Projekten, ein gemeinsames Filmprojekt der 15 Liederregionen mit Posch TV. Wir zeigen die Vielfalt und die Innovationskraft dieser Regionen und wir werden diesen Film Ihnen auch anschließend im Stream vorstellen. Jetzt würde ich aber gerne Alexander Kader fragen. Dieser mobile Pavillon ist eine Art Luxuskunsthalle, die in die Regionen kommt und die durch Mobilität und durch das Medium Projektion besticht. Danke, Frau Dr. Kuri. Sie haben es schon angesprochen, der mobile Pavillon der Steiermarkschau besticht durch 2 wesentliche Punkte. Einerseits, wie der Name schon sagt, ist er mobil, er reist durch die Steiermark und bildet sozusagen
eine Dependance, eine wandernde Dependance eines der größten Museen Österreichs. Man kann sich vorstellen, dass diese Unternehmung eine große logistische Herausforderung ist, aber in erster Linie ist sie eine inhaltliche Herausforderung und eine gestalterische Herausforderung. Wir sind hier mitten im Pavillon oder im Panorama des Pavillons, das sich auszeichnet durch eine monumentale Größe. Das Panorama misst 50 Meter in der Länge und 3,3 Meter in der Höhe. Auf dieser riesigen Fläche haben junge Künstlerinnen und Künstler die Möglichkeit, ihre speziell dafür gemachten Arbeiten zu zeigen. Da würde ich mit Ihnen noch gerne noch einmal ins Panorama hineingehen und Ihnen eine Frage stellen, die mit der begrifflichen Herkunft des Wortes Kultur zu tun hat. Das lateinische Cultura ist ja wesentlich in der Landwirtschaft verankert und heute auch noch im Begriff der Bodenkultur zu hören. Und ich finde das so begeisternd, dass gerade in Lieder diese zwei Aspekte von Kultur wieder auf eine unglaublich inspirierende Weise zusammenfinden. Und jetzt wollte ich Sie fragen, wie sehen Sie dieses Feld von Kultur und Regionalentwicklung? Naja, da kann ich den früheren französischen Staatspräsidenten Chirac zitieren, ja, der einmal gesagt hat, der Unterschied besteht darin, dass wir in Frankreich, hat er gesagt, wir haben Agriculture, ja, aber die Briten, die haben Farming und das macht den Unterschied aus. Also diese kulturelle Dimension, das ist also wirklich eine ganz wichtige Seite der Kultur, auch auf dem Land, in den Dörfern. Und das war auch der Ausgangspunkt dafür, dass die Steirer eigentlich hier europaweit initiativ geworden sind und den Liederprogrammen eine kulturelle Dimension verliehen haben. Das war eine echte Pionierleistung, die mittlerweile von verschiedenen anderen nachgemacht wird, aber da sind sie immer noch führend. Schön, dass Sie das sagen. Wir wandern hinauf zum Rittersaal im Schloss Hartberg, wo die Veranstaltung stattfinden wird. Im Livestream wird inzwischen der Beitrag der 15 steirischen Liederregionen in der Ausstellung Wer wir sind im mobilen Pavillon gezeigt. Wir haben von neuen Möglichkeiten gehört, ressourcenschonender Obst- und Weingärten zu bewirtschaften. Das war für uns ein klarer Auftrag, da müssen wir was tun. Und es ist uns gelungen, dass wir aus 9 Liederregionen 140 Obst- und Weinbauern gewinnen konnten, hier teilzunehmen. Schaut her, bei uns in der Südsteiermark bewirtschaften wir unsere Weingärten naturnah. Das heißt, wir haben eine ganzjährige Begrünung. Die große Herausforderung darin besteht, dass man unter den Rebstöcken die Begrünung pflegt. Und das Wichtige daran ist, dass der Boden lebt. Lebt der Boden, lebt der Rebstock. Wir bürsten das Gras unterm Stock schonend raus, sodass man keine Bodenverletzungen macht. Und das zeige ich euch jetzt. Anhand dieser Bodenprobe, dieser Spatenprobe, kann man jetzt erkennen, wie gut der Boden funktioniert. Es gibt viele Hohlräume, wo natürlich die Mikroorganismen tätig sind und die extrem gut durchwurzelten Bereiche, die fördern einfach die Aktivität im Boden und somit die Nährstofffreisetzung für den Rebstock. Und das ist die Voraussetzung für einen großartigen Wein. Wir befinden uns in unserer neuen Schau- und Erlebniskäserei. Die haben wir 2016 gebaut und 2017 sind wir dann eingezogen und wir fühlen uns sehr wohl. Das ist unsere Produktionsstätte und Verkaufsraum. Das ist ein ganz wichtiger Stellenwert. Es sichert Arbeitsplätze und auch die Arbeitsplätze, die haben wir an den Bauernhöfen. 300 bäuerliche Betriebe sind da vernetzt, also produzieren und halten da, sind die Schafhalter, liefern dann die Produkte wie Milch und Lammfleisch daher. Und wir verarbeiten das und gemeinsam sind wir eben stark. Das ist eine Gruppe und da haben wir uns zusammengeschlossen und wir fügen da eine Nische. Und gemeinsam vermarkten ist einfacher, wie jeder für sich.
Herzlich willkommen hier am ZAB im schönen Eisenerz, dem sogenannten Zentrum am Berg, einer Forschungs- und Entwicklungseinrichtung der Montanuniversität Leoben für den Schwerpunkt Untertagebau, ganz konkret den Infrastrukturuntertagebau. Neben diesem Forschungs- und Entwicklungszentrum ist es aber auch ein Ausbildungs- und Trainingszentrum für alle Einsatzorganisationen, die unter Tage zum Zug kommen. Wir haben hier Straßentunnel im Maßstab 1:1, wir haben hier Eisenbahntunnel im Maßstab 1:1, aber auch Versuchsstollenanlagen. Wir waren insgesamt 6 Kinder. Ich war die Älteste. Nach dem Tag, als mein Vater einrücken musste, ist meine Schwester auf die Welt gekommen. Die Nachbarin hat bei der Geburt geholfen. Eine richtige Hebamme war das aber nicht. Während des Krieges sind wir beim Heigen am Feld von feindlichen Flugzeugen beschossen worden. Ich hab wollen gerne Lehrer werden und hab auch erfolgreich die Aufnahmeprüfung an der Lehrerbildungsanstalt gemacht. Ich hab allerdings gewusst, dass meine Mutter allein unseren Hof zu führen hat und ich wollte sie auch nicht im Stich lassen. Meine Mutter hat mich dann überredet, doch die komplette Ausbildung dort zu machen und hat mich deswegen extra nach Graz begleitet. Nach dem Abschluss hätte ich auch eine Anstellung gekriegt, habe aber abgesagt, weil ich die Wirtschaft da habe übernehmen müssen. Früher haben sich die Nachbarn bei der Arbeit, wie dem Wortschneiden und Wortdreschen, auch gegenseitig viel mehr geholfen. Obwohl das eine anstrengende Arbeit war, wurde danach, meist spätabends, auch noch gefeiert. Der Brecheltanz oder der Sauschädeltanz waren sehr beliebt. Wir von der LIDA-Region Oststeirisches Kärnland sind immer für Überraschungen gut. Beispielsweise mit unserem Projekt Slow Trips, Zeit für Land und Leute. Das ist ein transnationales europäisches Projekt, wo wir mit 9 Partnerregionen aus 6 EU-Ländern zusammenarbeiten. Man kann im Projekt Slow Trips auch eine Mitfahrt im Führerstand buchen und wirklich Einblicke in das Lokführerleben bekommen. Dieser Eisenbahnwaggon in Anger, das ist nicht nur ein Waggon, sondern 2014 wurde dieser auch zu einem Waggonhotel umgebaut. Unsere Fahrraddraisinen. Mit diesen können Sie tretend die Gegend erkunden und zum Beispiel auf eine Picknicktour fahren auf den Gleisen entlang. Ich bin sowieso deswegen hingegangen, weil ich mich überhaupt nicht auskennt habe. Immer meinen Sohn müssen fragen und das ist gegangen. Und wenn ich es nicht verstanden hat, hat er mich angeschaut, dann quasi, verstehst du das nicht? Es gibt keinen Kurs, keine Teilnahme, wo man nicht wirklich wieder sagt, ah schau, ja, das habe ich nicht gewusst, das habe ich vergessen. Man hat entdeckt, wo man zuerst gesagt hat, was brauche ich das noch? Das hat dann explosionsartig um sich gegriffen. Vor allem WhatsApp, die Kommunikation. Wenn ich Geburtstag habe, da singen sie eine, die Kleinen. Ja, ganz lieb halt. Und das ist der Grund, warum wir in der LIDA-Region Thermenland-Wechselland das Projekt Vital Digital umgesetzt haben. Wir haben 400 Senioren in diesem Bereich Schulen kennen, die mit voller Freude und Eifer das weiter praktizieren. Wir haben eigentlich geglaubt, wir machen einen Computerkurs gewesen. Es ist so, dass wir geglaubt haben, das ist jetzt eine Partnervermittlung. Uns hat nämlich die eine Dame angerufen, mein Mann darf nicht in den Kurs von der Nachbarin. Und dann hat es ganz spezielle Probleme noch zu lösen gegeben. Die Senioren sind ja am Montag kegeln, am Dienstag tanzen, am Mittwoch haben sie Turnen und vielleicht haben sie am Donnerstag Zeit. Also es war der Zeitpunkt und der Termin ganz spannend. Wir in der Bibliothek Lietzen haben nach Möglichkeiten gesucht, die Menschen in der Region bestmöglich mit Medien und Literatur zu versorgen. Da sind uns die Mini-Bibs eingefallen, wo wir am Ende 120 oder 130 Boxen haben werden, gefüllt mit Büchern, Spielen, Hörkassetten, Videos, allem, was zur Bildung beiträgt, geordnet nach Altersstufen. Die meisten sind für Kinder und Jugendliche. Es gibt aber auch Mini-Bibs für Senioren, Seniorinnen und für Menschen, die nicht Deutsch als Muttersprache haben.
Mein Name ist Katrin Knaas-Rossmann und wir, das Steirische Feuerwehrmuseum Kunst und Kultur, haben 2016 das Liederprojekt Okzident trifft Orient durchgeführt. Wir hatten zu der Zeit 7 Familien aus Afghanistan und Syrien in Groß St. Florian. Es ging uns ganz speziell eigentlich darum, den einzelnen Menschen, also unabhängig jetzt von Herkunft, Kultur und Religion, eben mit viel Engagement und Solidarität zu sehen und eben auch aufzunehmen. Da haben wir eben versucht, in unserem Aspekt die Alarmierung und die Brandbekämpfung, also auch erste Löschhilfe. Es war ein sehr buntes Kennenlernen, Strahlen, leuchtende Kinderaugen und es waren auch sehr viele aus der eigenen Bevölkerung hier vor Ort. Die Vorträge gingen vor allem an die ortsansässige Bevölkerung und da gab es im Nachhinein dann schon eine sehr emotionale Diskussion. Nach 21 Uhr gab es dann die Verköstigung Humus trifft auf Kernöl. Nach 21 Uhr deshalb, weil die Asylwerber damals sich im Ramadan befunden haben. Wir hoffen, mit diesem Projekt schon einen Anstoß gegeben zu haben, dass man auf andere Kulturen zugeht, seine Ängste mal abbaut und dass man miteinander besser auskommt. Das Museum gibt es seit dem 8. November 2019. Es ist nach einer 2-jährigen Bauzeit eröffnet worden. Die Idee der Ausstellung mit den Funden aus Strettwig ist, eine Zeitreise zu unternehmen in die Hallstattzeit, die späte Hallstattzeit vor ca. 3000 Jahren. Es gibt Bronzeschmuck, es gibt eine reiche Waffenausstattung aus einem sogenannten Fürstengrab. Die besteht aus Eisenwaffen, Lanzen, einem Bronzehelm, auch einem sehr interessanten Bronzeschwert. Und natürlich gibt es auch das Kultwagengrab zu sehen, das also 2012 wiederentdeckt wurde. Das Museumsgebäude ist ein ehemaliges Minoritenkloster, gebaut im 13. Jahrhundert. Und ich glaube, diese Räume haben wir durch das Liederprojekt auch durch den Umbau wirklich sehr gut zur Geltung gebracht. Ich heiße Engelbert Uller, bin Vulkanland Weizenbauer. Das Liederprojekt hat 2012 begonnen, 2013 haben wir die erste Ernte gehabt. Hier in dieser Gegend sieht man ganz genau, wofür eine kleinbäuerliche Struktur wir haben. Wir werden auch niemals mit der großen industriellen Landwirtschaft mithalten wollen. Darum ist dieses Projekt so wichtig, weil der Kater konnte mit dem Kauf unseres Mehles und dem köstlichen Brot und Gebäck vom Bäcker direkt entscheiden, was hier in dieser Region wächst. Wir vermahlen jährlich ca. 2000 Tonnen Vulkanlandweizen in unserer Mühle. Wir sind stolz darauf, Partner bei diesem sehr interessanten Projekt zu sein. So können sich alle Projektpartner sehr gut kennenlernen. Sei es die Mühle, sei es der Landwirt, sei es der Bäcker. Wir Bäcker im Vulkanland verwenden für unsere Weizenbrote hauptsächlich Vulkanlandweizenmehl. So wird die Region gestärkt und Arbeitsplätze geschaffen. Wir sind hier in Hotel und Thermenova. Wir sind eine von 20 Verkaufsstellen für Lipizzaner Heimatgutscheine. Wir sind darin eine sehr sinnvolle Aktion für unsere Lipizzaner Heimat. Täglich werden mehr Lipizzaner Heimatgutscheine bei uns eingelöst. Das ist eine tolle Aktion für unsere Region. Für uns als Unternehmen haben die Lipizzaner Heimatgutscheine einen doppelten Nutzen. Zum einen sind sie bei uns einlösbar und zum anderen verschenken wir sie an unsere Mitarbeiter als Weihnachtsgeschenk. Unser Lipizzaner Heimatregionsgutschein ist ein LIDA-Erfolgsprojekt. Wir haben bereits mehr als 285 Partnerbetriebe dabei, wo man die Gutscheine einlösen kann. Und das Besondere ist, wir haben bereits mehr als 600.000 Stück Gutscheine verkauft. Das sind mehr als 6 Millionen Euro Wertschöpfung für unsere Region. Betreten strengstens verboten, das gilt aber nicht für Sie. Wir nehmen Sie heute mit in die Salzwelten Aldersee, ganz genau gesagt in Springerwerk. Hier waren die Bomben drinnen und unsere Bergmänner haben diese Bomben rausgebraucht auf Tage und haben die Kunstgüter und unser Bergwerk gerettet.
Bei uns sehen Sie die Riesenbibel von St. Florian, denn das Silokelch von Kremsmünster und eine der wenigen Frauen hierinnen, die Madonna von Michelangelo. Gemeinsam sind wir das Danno-Netzwerk und verbinden die Betriebe entlang der Wertschöpfungskette. Das Spezielle an unserer Region ist die Danne. Ich als Waldbauer kultiviere mit Freude den Wald. Der Waldverband bündelt das Angebot der bäuerlichen Waldbesitzer und liefert die Tannenbloche an die Sägewerke. Wir als Sägewerk sind die ersten Verarbeiter der Tanne und produzieren aus ihr hochwertige Produkte für die nächste Weiterverarbeitung. Wir haben uns in der Tischlerei auf Raumakustik spezialisiert. Wir schaffen mit Hilfe der Tanne Akustikräume mit dem Charakter der freien Natur. Für meinen Holzziegel eignet sich das Tannenholz am besten für Innenwandverkleidung. Wir fertigen aus Tannenholz traditionelle Pfostenböden und Stiegen. Ich verarbeite die Tanne aus der Region zu schlichten und eleganten Massivholzmöbeln. Durch das Tannennetzwerk können wir Spezialisten alle Bedürfnisse unserer Kunden zufriedenstellen. Der Grundgedanke war es, das typische Murauhaus zu entwickeln. Das Besondere an der derzeitigen Bauweise ist, dass man Bretter miteinander verbinden kann und das ohne Leim. Grundsätzlich werden Nuten in diese Bretter gefräst und der Länge nach ineinander verschoben. Sobald dass man zwei Schichten miteinander verbunden hat, ist das Element von der Luftdurchlässigkeit so dicht, dass wir sämtliche Weite für eine Dampfbremse erreichen. Dadurch, dass wir Wand-, Decken- und Dachelemente mit diesem System herstellen können, hat man über die gesamte Gebäudehülle einen 100% ökologischen Aufbau. Das ist zu 100% ein Holzhaus, weil da kommt nur Holz rein und sonst nichts. Wie kann man Radfahrer am besten lenken? In dem Fall rede ich jetzt als Grundbesitzerin. Als Bäuerin, dass sie 90% super halten an die Gegebenheiten, an die Straßen, an das Wegenetz. Aber es gibt leider immer ein paar schwarze Schafe, die sich nicht dran halten und die dann überall querfeld einfahren und einen Spaß dran haben. Und das wollte man eigentlich eingrenzen. Wir haben Wert darauf gelegt, dass wir wirklich die schönsten Fleckerln und die besten Panoramaplätze integrieren, dass es für jedermann, für jede Könnenstufen fahrbar ist und dass eben das ganze Netz mit ca. 30 Ladestationen an den besten Punkten mit der Gastronomie, mit der Infrastruktur und so weiter bestückt war. Was wirklich ganz super war, ist die ganz tolle Zusammenarbeit von allen Ebenen. Von Leader Management angefangen bis zu den Bürgermeister, bis zu den Tourismusobleuten, bis hin zu den Betrieben. Es war total stimmig, es hat jeder mitgemacht und das war relativ schnell unter Dach und Fach, dass wir das durchbringen. Ja, hier noch einmal ein herzliches Willkommen zur Festveranstaltung zu 30 Jahre Lieder in der Europäischen Union und 25 Jahre LIDA in Österreich. Von einer experimentellen Modellregion hat sich LIDA zu einem flächendeckenden Zusammenarbeiten in ganz Europa in über 3000 LIDA-Regionen entwickelt, wo Bürgerinnen und Bürger gemeinsam aktiv und unmittelbar an der Gestaltung zum Wandel in eine gute Zukunft arbeiten. Ein herzliches Willkommen an Sie, aber auch an das Publikum, das online zugeschaltet ist, über LIDA nicht nur österreichweit, sondern auch europaweit. Eine Besonderheit des heutigen Nachmittags. Wir befinden uns hier in Hartberg, im wunderschönen Hartberg, im Rittersaal des Schlosses Hartberg. Auf der Schlosswiese ein wenig weiter unten befindet sich in einer besonders idyllischen Lage der mobile Pavillon der Steiermarkschau. Wir haben ihn kurz vorher besichtigt und ich begrüße hier als gastgebende Gemeinde Herrn Bürgermeister Ingenieur Markus Marcic. Sie können gleich zu mir auf die Bühne kommen. Ich stelle nur noch die Zusammenarbeit vor,
Die Liederregion Zeitkultur Oststeirisches Kernland ist verantwortlich für diese Veranstaltung und die Organisation. Danke an Dr. Wolfgang Berger mit seinem Team, Erika Reisenecker, Barbara Stumpf und Sandra Nistelberger. Hartberg ist Gastgeber der Steiermarkschau und Mitgliedsgemeinde der Liederregion Zeitkultur. Ich darf Sie um Ihre Begrüßungsworte bitten. Ja, danke Frau Kuri, meine sehr geehrten Damen und Herren, ein herzliches Grüß Gott hier aus dem Schloss Hartberg, hier am Fuße der Stadt Hartberg mit einer sehr langen Tradition. Ich darf sehr herzlich begrüßen unseren heutigen Keynote-Sprecher und ehemaliger EU-Kommissar für Landwirtschaft und auch ländliche Entwicklung mit einer großen Affinität zu der heutigen Veranstaltung, Dr. Franz Fischler, herzlich willkommen hier in Hartberg. Und Herr Landesrat, verzeiht's mir, aber wir haben unseren Keynote-Sprecher natürlich vorab genannt. Der wichtigste Mann heute ist unser Landesrat Magister Christopher Drechsler. Der hat es nämlich zusammengebracht mit uns gemeinsam und mit einem ganz großen Team, den Pavillon hier in den Schlosspark zu integrieren. Das war kein einfaches Unterfangen und es ist sich, sage ich mal, spitz auf Knopf ganz gut ausgegangen. Und ich glaube, es gibt uns recht, diese Lage hier, nachdem wir heute schon den über 6.000. Besucher begrüßen durften im Pavillon, war das eine ausgezeichnete Wahl mit diesem Platz hier. Danke für den Stollenrahmen und herzlich willkommen hier in Hartberg. Ich darf stellvertretend für alle LIDA-Verantwortlichen den Herrn Dr. Wolfgang Berger, der also diese LIDA-Region Kärnland-Oststeiermark hier begleitet und die Projekte betreut, herzlich begrüßen, mit allen stellvertretenden LIDA-Verantwortlichen, die also österreichweit und EU-weit hier heute anwesend sind. Dann ist schon gedankt worden den vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ich möchte noch meine Bürgermeisterkollegen herzlich begrüßen, die heute sehr zahlreich hier anwesend sind. Auch Teile unseres Stadtrats, der Finanzreferent, der Herr Vizebürgermeister und auch Abgeordnete zum Steirischen Landtag. Alle seid ihr herzlich willkommen und einen haben wir sogar, der national ganz wichtig ist, nämlich einen Abgeordneten zum Nationalrat. Herzlich willkommen hier in Hartberg. Ja, ich habe es schon erwähnt, Hartberg ist natürlich auch Teil so einer LIDA-Organisation und wir haben hier regional ganz, ganz viele Programme in den letzten Jahren, glaube ich, auf die Füße stellen können. Alle diese Programme sind sehr nachhaltig, haben auch den Klimaschutz zum Zweck und sind in der Bevölkerung für die ländliche Entwicklung hier besonders wichtig. Und ich darf an dieser Stelle zum Jubiläum 30 Jahre EU und 25 Jahre LIDA Österreich allen Verantwortlichen herzlich danken, dass diese Projekte in den vergangenen Jahren so gut gelaufen sind. Und wir haben auch eine Auszeichnung bekommen für ein gerade laufendes Projekt, das ist Stadtland Garten Hartberg 2020 bis 2025. Der Beginn mitten in sehr schweren Zeiten in der Krise, aber verbunden mit einer entsprechenden Aufbruchstimmung, die nicht nur für unsere Gewerbetreibenden, für die Wirtschaft innerstädtisch in so klein strukturierten Gemeinden sehr, sehr wichtig ist, sondern auch für die gesamte Bevölkerung und für den gesamten Bereich, den Bezirk, für das gesamte Hartberger Land eine große Rolle spielt. Und wir haben gestern den zweiten Preis mit diesem Projekt in Graz abholen dürfen. Herzlichen Dank dafür. Und es ist ein Zeichen, dass also LIDA und die Projekte, die da dahinter stehen, sicherlich mit einer entsprechenden Nachhaltigkeit versehen sind, die wir alle hier leben und die alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch diesem Projekt mitgeben können. Und vielleicht ist dieses Projekt gerade Stadtlandgarten einmal der Start für etwas noch Größeres. In diesem Sinne bedanke ich mich bei allen Verantwortlichen, wünsche Ihnen für die heutige Veranstaltung eine spannende Diskussion. Fühlen Sie sich wohl in Hartberg, kommen Sie vielleicht ein anderes Mal wieder. Wir sind eine liebenswerte Stadt. Herzlichen Dank und viel Erfolg. Danke. Eine liebenswerte Stadt, ein liebenswerter Bürgermeister. Dankeschön.
Ich bin jetzt sehr geehrt und freue mich sehr, für diesen heutigen Festvortrag Herrn Diplom-Ingenieur Dr. Franz Fischler zu begrüßen über die Transformationskraft von LIDA. Ich darf Sie kurz vorstellen, es ist mir sicher alles vertraut und vielen anderen Anwesenden auch, aber ich möchte es doch nennen. Sie waren in der Forschung an der Universität für Bodenkultur in Wien tätig. Sie waren 1989 bis 1984 Landwirtschaftsminister. Bitte? 94, habe ich was anderes gesagt. 1989 bis 1984 Landwirtschaftsminister in Österreich. War es wieder falsch? 1995 bis 2004 als Mitglied der Europäischen Kommission für Landwirtschaft und den Entwicklung des ländlichen Raums zuständig und hier eben auch sehr prägend, nicht nur für den LIDA-Gedanken allgemein, sondern auch für ganz wesentliche Schritte der Umsetzung. Dazu auch noch ganz kurz später. Ein besonders hohes Engagement in gesellschaftlichen Fragen bildet sich außerdem in ihren weiteren leitenden Funktionen ab. Das ist das Wissenschaftsnetzwerk Prosciencia etwa. Sie waren bis vor kurzem Präsident des Europäischen Forum Alpbach und Sie waren Präsident und sind jetzt Ehrenpräsident des Ökosozialen Forums. Und etwas, was mich natürlich auch sehr begeistert, ist Ihr Engagement für Kultur. Finde ich auch sehr bemerkenswert. Sie waren auch bis vor kurzem Aufsichtsratsvorsitzender der Tiroler Museenbetriebsgesellschaft und aktuell, habe ich gehört, engagieren Sie sich für kulturelle Agenten in der Europaregion Tirol, Trentino, Südtirol. Sie haben wesentlich dazu beigetragen, LIDA dem Ausloten und Entwickeln von Möglichkeiten zu widmen, indem Sie den ländlichen Raum als besonders spannenden, kreativen Raum betrachtet haben. Ich freue mich sehr auf Ihren Vortrag. Herzlichen Dank. Ja, danke für die Einbegleitung, liebe Frau Curie, lieber Herr Landesrat, lieber Christopher, sehr geehrter Bürgermeister Marschitz. Danke für die Einladung, dass ich hier heute dabei sein darf, so quasi als Pensionist. Immerhin habe ich ja Brüssel schon Ende 2004, also vor mehr als 15 Jahren verlassen, eine lange Zeit. Aber ich habe dafür den Vorteil, dass ich da zurückblicken kann in die Anfänge von LIDA und wie sich dieses LIDA-Programm entwickelt hat und wie es sich heute darstellt. Und ich möchte aber dann schon auch ein paar Anmerkungen machen, wie meiner Meinung nach man dieses Konzept weiterentwickeln sollte. Aber zunächst darf ich ganz, ganz herzlich gratulieren nicht nur zu dieser großartigen Veranstaltung, sondern vor allem auch, was mit dieser heurigen Landesausstellung gelungen ist. Wir haben gerade vorhin die Möglichkeit gehabt, diesen mobilen Pavillon zu besuchen und ich muss sagen, das ist mehr als beeindruckend. Ich darf daher auch allen danken, die zum Zustandekommen dieser großartigen Landesausstellung beigetragen haben. Die Landesausstellung beschäftigt sich sehr stark mit der gegenseitigen Beeinflussung von Landschaft und Mensch. Und das ist, glaube ich, also ein ideal gewähltes Thema für die Steiermark. Denn über Jahrhunderte hinweg haben natürlich Menschen, in erster Linie die Bauern und die Waldbesitzer, diese Landschaft Steiermark gestaltet, in ihrer Vielfalt, in ihrer Großartigkeit über Jahrhunderte bewahrt, sodass wir heute noch von diesen Landschaften sehr viel profitieren können und auch diese Landschaften sehr schätzen. Aber die steirische Landschaft hat auch den steirischen Menschen geprägt. Und es ist daher kein Zufall, dass diese Art von Prägung sogar in die Literatur Eingang gefunden hat, weil der Reinhard Peter Gruber, ein in der Steiermark sehr bekannter Literat, ja die Typologie des Steirers anhand von verschiedenen Landschaftselementen beschrieben hat. Nicht? Sie erinnern sich, die Hügelsteirer, die Strandsteirer und wie sie alle heißen, die er da erwähnt hat. Also so gesehen ist das, glaube ich, etwas, was die Identität dieses Landes ausmacht
und daher auch etwas, was wir wirklich nicht missen dürfen und auch nicht riskieren dürfen, es zu verlieren. Nun feiern wir 30 Jahre LIDA in der Europäischen Union und 25 Jahre LIDA in Österreich. Wenn man da an die Anfänge zurückgeht, also vor 30 Jahren, im Jahr 1991, das war noch die Zeit, wo man in der Europäischen Union, damals von wenigen Mitgliedstaaten, nämlich nur von 12, darüber diskutiert hat, ganz andere Arten von Landschaften, über Getreideberge, über Milchseen, über Weinseen, über Fleischberge. Das waren die Landschaften, die damals die agrarpolitische Debatte in Europa geprägt haben. Da war auch noch nicht einmal die McSherry-Reform zustande gekommen. Da war eine Phase, da war Europa eigentlich im Eck. Denn da war die neue Welthandelsrunde, die sogenannte Uruguay-Runde im Laufen. Und die ganze Welt war gegen Europa und vor allem dagegen, dass die Europäische Union damals 80% des gesamten europäischen Budgets, nur für Exportsubventionen und nur für die Bezahlung von Interventionslagern verwendet hat. Die zweite Säule, die sogenannte ländliche Entwicklung, hat es damals noch gar nicht gegeben. Und es ist eigentlich dieses LIDA-Konzept so ein bisschen als Placebo entstanden. Es hat drei große Geldtöpfe im europäischen Budget gegeben. Der mit Abstand größte, wie gesagt, die Agrarpolitik. Der zweitgrößte, die Strukturpolitik. Und dann hat es auch noch den Sozialfonds gegeben. Und da hat man sich dazu aufgerafft, dass die Kommissare, die für diese drei Fonds verantwortlich waren, sich zusammengetan haben und eigentlich einen sehr, sehr bescheidenen Betrag aufgebracht haben, um auf der kommunalen Ebene einige kleine Initiativen starten zu können. Und das nicht so sehr in den urbanen Gebieten, sondern primär eben auf dem Lande. Und so ist also das erste LIDA-Programm entstanden, das von 1991 bis 1994 gegolten hat und dann das zweite von 1994 bis 1999. Nun, 1995 ist Österreich Mitglied in der Europäischen Union geworden und habe ich die Ehre gehabt, dann die Geschicke der europäischen Agrarpolitik zu leiten. Und es hat nicht sehr lange gedauert, bis wir uns entschieden haben, und zwar nicht nur ich allein, sondern die gesamte Kommission und auch in Zusammenarbeit mit allen Verantwortungsträgern in Europa damals, dass wir eine große Reform brauchen. Man hat ja im Jahr 1993, nachdem man sich geeinigt hatte auf der globalen Ebene über neue Regeln für den Agrarwelthandel, hat man sich dann dazu entschlossen, Direktzahlungen einzuführen. Das war die sogenannte McSherry-Reform. Diese war aber in vielen Punkten sehr, sehr unzulänglich. Und im Bereich ländlicher Entwicklung hat es eigentlich außer Investitionsförderung auf den Bauernhöfen und ein bisschen LIDA-Programm und ein bisschen Bergbauernförderung kaum etwas gegeben. Und da war dann die Ambition, nicht? Das war dann die Jahrtausendwende
Und da hat man also diese Jahrtausendwende des Jahres 2000 benutzt, um eine große Ansage zu machen von Seiten der Europäischen Union. Und diese Ansage hat gelautet Agenda 2000. Und eigentlich der größte Bestandteil dieser Agenda 2000 war der Plan, eine große Agrarreform zu machen. Die haben wir vorbereitet und in Vorbereitung dessen, und das war mir ein besonderes Anliegen, haben wir dann auch einige internationale Konferenzen einberufen, unter anderem die mittlerweile berühmt gewordene Cork Conference in Cork in Irland. Und das war eigentlich der Ausgangspunkt der Debatte darüber, dass wir neben der klassischen Agrarpolitik, die zu 100% von Brüssel bezahlt wird und die sich also um die Preise und weil das nicht mehr in dem Maße möglich war, dann als Kompensation um Flächenzahlungen, um die Direktzahlungen gekümmert hat, eine zweite Säule, wie wir das dann genannt haben, zu errichten, die ländliche Entwicklungspolitik. Und der Plan war, dass über wenige Jahre hinweg ein Anteil am Agrarbudget für diese zweite Art von Politik von 30% aufgebaut werden sollte. Das haben wir zustande gebracht. Was wir nicht ganz zustande gebracht haben, waren die notwendigen Reformen bei den Märkten, weil die hat ein gewisser Herr Chirac, damals Staatspräsident von Frankreich, teilweise kaputt gemacht, was mich sehr geärgert hat, sodass ich dann im letzten Moment noch einige Regierungschefs davon überzeugen konnte, dass in die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates hineingeschrieben wurde, nach der Halbzeit gibt es einen Review und dann wird man noch einmal hinschauen, wie das denn da tatsächlich sein soll mit diesen Reformen. Aber die zweite Säule ist implementiert worden und damit ist es auch gelungen, LEADER wirklich substanziell zu verankern. Damals hat also dann vieles begonnen, was wir heute noch kennen. Also auf der einen Seite diese drei Elemente der ländlichen Entwicklungspolitik, nämlich die Agrarumweltmaßnahmen, in Österreich als ÖPUL bekannt, die Agrarinvestitionsförderung und die Förderung der ländlichen Entwicklung allgemein. Aber ein Etikettenschwindel war da schon dennoch noch dabei, weil diese ländliche Entwicklung, so wurde sie genannt, war eigentlich nur eine landwirtschaftliche Entwicklungspolitik und nicht wirklich eine ländliche Entwicklungspolitik. Ländliche Entwicklungspolitik war allerdings das, was im Rahmen von LEADER gelungen ist. Und da hat man ja sich darauf verständigen können, dass also dass diese LEADER-Politik auf der lokalen Ebene stattfinden soll, dass es hier um Kooperation, um Zusammenarbeit in den Dörfern geht, dass hier die Eigenständigkeit der Kommunen besonders in Betracht zu ziehen ist und dass nicht alles von oben herab sozusagen angeordnet wird, was geschehen darf und was nicht sein darf. Man wollte die Eigenverantwortung stärken. Man hat die Dörfer ein bisschen als einen Organismus gesehen und hat gesagt, also da sollen daher auch alle diese drei großen Fonds zusammenspielen und gemeinsam fördern. Nun, die anderen beiden haben nicht viel wissen wollen, daher habe ich also dann durchgesetzt, dass ich vor
der Phase, wo ausgerechnet wurde, wie viel Geld in jeden dieser drei Fonds hineinkommt, habe ich einmal sichergestellt, dass aus den beiden anderen was herauskommt und transferiert wird in den agrarischen Fonds, sodass wir dann mehr Geld für diesen Zweck zur Verfügung gehabt haben. Damals aber schon war auch davon die Rede, dass es Netzwerke geben sollen, dass also diese verschiedenen kommunalen Initiativen unter dem Namen LIDA zusammenarbeiten sollen, dass sie voneinander lernen sollen, dass sie sich austauschen sollen. Also alle diese Dinge sind damals entstanden und mir war es wichtig, auch sicherzustellen, dass es dafür ein professionelles Management gibt, dass es nicht alles nur auf Gutwill aufbaut, sondern dass da extra Leute auch angestellt werden, die das Ganze verwalten. Mit ein Gedanke war, das haben wir weniger laut gesagt, weil das wäre wahrscheinlich in manchen Ecken Europas nicht so gut angekommen, nämlich uns ist aufgefallen, schon bei den Vorgänger-LIDA-Programmen, dass manche Mitgliedstaaten, vor allem zentral regierte Mitgliedstaaten, dazu tendieren, dass sie eigentlich außer dem, was ihnen ins Konzept passt, möglichst nichts zulassen und sozusagen für eigene Ideen auf der unteren Ebene wenig übrig hatten und eher versucht haben, das zu verhindern. Das ist in Wahrheit der Grund, warum das LIDA-Programm das einzige Programm war, wo die Verwaltung dieses Programms nicht an die Mitgliedstaaten übertragen wurde, sondern wo man also direkt in Brüssel angesucht hat als LIDA-Gruppe, wenn man so etwas gründen wollte, und direkt aus Brüssel die Genehmigung erhalten hat. Das hat nicht allen gefallen. Aber etwas, was allen gefällt, ist wahrscheinlich auch nicht so viel wert. Die Steiermark war dann, glaube ich, wirklich ein Schlüssel für die Weiterentwicklung dieses LIDAs. Weil in der Regel war es in allen Staaten so, dass man sich sehr stark auf landwirtschaftliche und agrarische Themen wieder konzentriert hat und auf dörfliche Themen, wie man Dörfer beleben kann, wie man sie wiederbeleben kann, wie man dort Kultur hinbringt, wie man also außerschulische Jugendbildung macht und, und. Ja. Die Steirer haben dann ein Konzept entwickelt, wo sie gesagt haben, aber wichtig ist doch auch Kultur. Und das muss man also sagen und neidlos anerkennen. Ihr Steirer habt das nach Europa getragen. Die Steiermark war der Initiator eines kulturellen Arms sozusagen von LIDA und den gibt es ja heute noch sehr stark und gerade hier heute sehen wir ja das auch. Und das hat dann eingeschlagen. Das hat große Verbreitung gefunden, hier in Österreich, in der Steiermark selber, aber auch darüber hinaus. Nun hat man dann die sogenannten lokalen Aktionsgruppen geschaffen, also die möchte ich jetzt nicht alle Aufgaben, denen man diesen übertragen hat, aufzählen, weil da rennt uns die Zeit davon. Aber was ich gemacht habe und worauf ich Wert gelegt habe, ist eben, dass mit Hilfe einer solchen systematischen Organisation solcher lokaler Aktionsgruppen es dazu kommt, dass diese Selbstständigkeit der lokalen Initiativen verstärkt wird. Und das ist ebenfalls dann gelungen. Dann war der nächste Schritt das sogenannte Community-led Local Development Tool zu entwickeln. Das versteht natürlich in der Steiermark jeder, was das heißt, ja, in Spanien und Portugal noch mehr, aber
so ist sie halt manchmal, die technokratische Europäische Union. Also diese CLLD, wie das in der Abkürzung heißt, das ist also dann jener Bereich gewesen, wo man eigentlich stärker das Politische im eigentlichen Sinn des Wortes gestärkt hat. Also wo man geachtet hat auf Demokratie und bildungspolitische Funktionen, wo man auf Arbeitsmarkteffekte und auf sozialpolitische Funktionen geachtet hat, wo man sehr stark in Richtung auch Wirtschaftspolitik gegangen ist, wo man dann natürlich auch Klima und Umwelt mit in die Betrachtung einbezogen hat. Auch da gibt es ja in der Steiermark gute Beispiele, was also die Umwelt- und Klimafunktionen anbetrifft, gerade weil wir hier sozusagen in Hartberg sind und daneben Kaindorf ist. Das kennt jeder heutzutage, die Ökoregion Kaindorf und die vorbildhafte Humuswirtschaft, die dort betrieben wird. Und dann hat man also auch zusätzlich natürlich auch die Europapolitik wollen in den Dörfern stärker verankern. Auch das ist gelungen. Damit das aber gelingen kann, braucht es entsprechende Beratung, braucht es entsprechende Information, Informationsaustausch, braucht es soziale Innovationen, also neue Möglichkeiten, wie man miteinander umgehen soll und vieles andere mehr. Wie geht es aber jetzt weiter? Erstens, wir können jetzt einmal stolz feststellen, was den Status quo anbetrifft, es ist sehr viel gelungen. Es ist sehr viel gelungen und man braucht daher jetzt nicht das Rad neu erfinden. Aber es gibt eine zentrale Änderung und die hängt zusammen, auch wenn die immer noch streiten in Straßburg und Brüssel, über die endgültige Finalisierung der Reform der gemeinsamen Agrarpolitik. Aber eines ist klar, was man möchte, ist, dass man die Agrarpolitik anders organisiert und vor allem auch das Verhältnis zwischen Mitgliedstaaten und deren Verantwortung und der Zentrale in Brüssel neu aufstellt. Was ist da geplant? Geplant ist, dass die Europäische Kommission hinkünftig nicht mehr alle Maßnahmen genehmigt und vorschreibt und so weiter, sondern dass nur mehr die Ziele, also was will man mit der Agrarpolitik und mit der ländlichen Entwicklungspolitik erreichen, das wird fixiert, das wird vereinbart und das wird auch überprüft, in welchem Maße sich eine Region oder ein Mitgliedstaat an diese Ziele annähert oder im schlimmeren Fall davon entfernt. Und daran knüpfen sich dann auch entsprechende Konsequenzen, die von den Mitgliedstaaten dann eingehalten werden müssen, bis hin, dass also dann eben Staaten, wenn sie sich nicht zielkonform verhalten, Teile ihrer ihnen an sich zustehenden Förderung verlieren. Aber wie ist es dann mit den konkreten Maßnahmen, wenn die Europäische Kommission nicht mehr darum kümmert? Dafür hat man eine ganz tolle Sache erfunden, das nennt man Strategiepläne. Und diese Strategiepläne sind derzeit, da haben die Mitgliedstaaten den Auftrag, jeder Staat hat so einen Strategieplan zu entwickeln und der Strategieplan muss in Brüssel dann genehmigt werden. Da ist man in Österreich gerade dabei, den auszuarbeiten. Da gibt es Entwürfe, ungefähr so einen Backen Papier, ja, mehrere tausend Seiten enthalten diese Entwürfe. So viel zur Vereinfachung, von der ständig die Rede ist in der Agrarpolitik. Ja. Und in diesem Papierentwurf, wir haben das extra angeschaut,
sind 20 Seiten nur über Lieder. Und ich würde wirklich den Liedergruppen empfehlen, sich das genau anzuschauen, weil jetzt ist noch Zeit, diese Sache zu beeinflussen. Da ist noch nichts entschieden. Das wird erst in diesem Herbst entschieden werden und dann sollte das auch feststehen. Da laufen auch verschiedene Konsultationen und gerade weil die Liedergruppen ja eine gewisse Selbstständigkeit immer gepflegt haben, wäre es, glaube ich, sehr, sehr wichtig und sinnvoll, dass sie sich auch hier entsprechend zu Wort melden. Es sind an sich, was die Inhalte, was die Fördermöglichkeiten anbetrifft, keine fundamentalen Änderungen geplant. Es soll stärker verstärkt werden, intensiviert werden, aber es soll nicht das Rad neu erfunden werden. Nur eines, also wenn man das dann so zu lesen beginnt, ja, und da ist dann von den LES und den LACs und von den CLLDs und von lauter so anderen schönen technokratischen Floskeln die Rede. Und wenn man sich dann anschaut, auf wie vielen Seiten die Kontrollen beschrieben sind, die da alle vom Mitgliedstaat in Zukunft, nicht mehr von Brüssel, organisiert werden müssen. Und wenn man sich dann also auch anschaut, wie einfach es ist, also Projekte anzumelden und wie viel Notwendigkeiten besteht, für verschiedenste Dinge anzusuchen, also dann frage ich mich schon, ob wir da noch wirklich auf dem richtigen Weg sind oder ob sich da nicht die Bürokratie selbstständig gemacht hat. Also dahingehend würde ich auch empfehlen, schauen Sie sich das kritisch an und bleiben Sie, glaube ich, es müsste wieder gelingen, mehr die Grundsätze in den Vordergrund zu bringen. Nämlich, was wollen wir eigentlich mit diesen Liederprogrammen? Inhaltlich spielt sicher, das ist eine neue Dimension, viel stärker als in der Vergangenheit der grüne Deal, wie das heißt, eine Rolle. Das heißt, wie machen wir unsere Dörfer, unsere Landwirtschaft, aber auch alle anderen wirtschaftlichen Aktivitäten, unsere Energiesysteme, wie machen wir diese nachhaltiger? Was heißt es in der Praxis, im Dorf draußen Kreislaufwirtschaft zu betreiben? Wie kommen wir weg vom Theoretisieren über diese Dinge, sondern wie kommen wir zum Agieren, zu den praktischen Umsetzungen dieser Dinge, die uns ja bekanntermaßen zum größeren Teil, nämlich zu 55% innerhalb der nächsten 9 Jahre bitte, gelingen sollten. Und wie verbindet man auf der einen Seite Flexibilität, Unterschiedlichkeit der Dörfer, der Regionen, der Landschaften mit der Notwendigkeit einer gemeinsamen Aktion, sodass also eine Richtung erkennbar wird und so, dass wir diese Richtung dann auch begehen. So, jetzt habe ich meine Zeit verbraucht. Bitte daher, wenn ich hier Schluss mache und nur mehr allen, die in der Liederwelt aktiv sind, ob hier in der Steiermark, ob im übrigen Österreich oder auch die Leute, die aus dem Ausland hier zugeschaltet sind, viel, viel Erfolg und alles Gute für die Zukunft. Dankeschön. Ja, herzlichen Dank für diesen äußerst spannenden, sehr persönlichen und facettenreichen Ein- und Überblick in die Geschichte von Lieder mit einem guten Ausblick, mit dem wir uns dann auch in der Podiumsdiskussion im Detail beschäftigen werden. Ich möchte hier jetzt ankündigen, Video-Statements der
im Co-Referat für die Regionen verantwortlichen und damit auch für LIDA zuständigen Landesrätinnen ankündigen von Magistra Barbara Eibinger-Miedl. Sie ist Landesrätin für Wirtschaft, Tourismus, Regionen, Wissenschaft und Forschung und Magistra Ursula Lackner, Landesrätin für Umwelt, Klimaschutz, Energie, Regionalentwicklung und Raumordnung. Sie sind an der persönlichen Teilnahme an dieser Festveranstaltung leider verhindert, haben uns aber Großbotschaften und Statements geschickt. Sehr geehrte Damen und Herren, mit LIDA feiert heuer eine europäische Erfolgsgeschichte gleich ein doppeltes Jubiläum. Zum einen begehen wir 30 Jahre LIDA in Europa und zum anderen 25 Jahre LIDA in Österreich. Die Erfolgsgeschichte beruht meiner Meinung nach vor allem auf der Tatsache, dass im LIDA-Programm Menschen aus der Region Projekte für die Menschen in der Region konzipieren. Dadurch haben wir eine sehr große Anerkennung dieser Projekte und auch nachhaltigen Erfolg. In der vergangenen Legislaturperiode 2014 bis 2020 wurden in der Steiermark 1000 Projekte umgesetzt. Zwei Drittel davon haben sich mit den Themen wirtschaftliche oder touristische Entwicklung beschäftigt. Und das freut mich als Wirtschafts- und Tourismuslandesrätin einerseits besonders. Auf der anderen Seite ist das, glaube ich, auch die richtige Themensetzung. Denn ich bin fest davon überzeugt, dass sich eine Region nur dann gut entwickeln kann, wenn es entsprechende Arbeitsplätze und Entwicklungsmöglichkeiten in der Region gibt. Durch Corona ist das Bewusstsein für das Regionale noch stärker geworden. Ich denke, das ist eine Riesenchance, die wir gerade in den nächsten Jahren nutzen können. Zum Zweiten sind wir in der Steiermark nun mit dem Ressort Wirtschaft, Tourismus und Regionalentwicklung unter einem Dach vereint. Und auch das wollen wir nutzen, um die Synergien weiter zu verstärken. Ich denke, dass die noch engere Zusammenarbeit einerseits mit den Regionalmanagements und andererseits mit den Landesressorts Wirtschaft und Tourismus und den dahinterliegenden Strategien ein Schlüssel für den weiteren Erfolg der nächsten Jahre sein kann und sein muss. Das alles ist aber nur möglich, wenn wir Menschen vor Ort haben, die sich entsprechend engagieren. Und daher ein herzliches Dankeschön an alle Beteiligten, die sich schon bisher im Bereich LIDA eingebracht haben und die das auch in Zukunft tun werden. Alles, alles Gute weiterhin. Klimawandel, Digitalisierung, Globalisierung, das sind die großen Themen, die uns als Gesellschaft herausfordern. Wir haben es mit umfassenden ökologischen, ökonomischen und sozialen Veränderungen zu tun, die sich wechselseitig sehr stark beeinflussen. Um sie zu lösen, müssen auf globaler und nationaler Ebene grundsätzliche Weichen gestellt werden und dann sozusagen flankierend auf regionaler Ebene Maßnahmen gesetzt werden. Nur so können wir der dreifachen Herausforderung gewachsen sein. Als ökologisch und sozial innovativ ausgerichtetes Förderinstrument ist LIDA ein wichtiger Impulsgeber dafür. Es erlaubt die notwendigen grundlegenden Weichenstellungen, bindet aber in der jeweiligen Region auch die Bevölkerung vor Ort als wesentliche Partnerinnen und Partner ein. Gerade am Beispiel des Klimaschutzes, der mir sehr am Herzen liegt, zeigt sich das sehr deutlich. Bei der großen globalen Frage, wie wir den Klimawandel stoppen können, kommen wir nur voran, wenn auch auf lokaler Ebene Lösungen entwickelt werden. Die großen Weichenstellungen müssen natürlich gemeinsam gestellt werden. Aber viele konkrete Maßnahmen und Sensibilisierungsarbeit kann nur dort passieren, wo die Menschen leben und wo sie arbeiten, in unseren Regionen. Mit dem lokalen und partizipativen Ansatz von LIDA haben wir dafür ein hervorragendes Instrument zur Verfügung. Wie gut das funktionieren kann, zeigen bereits heute zahlreiche Initiativen und Projekte, die in den vergangenen Jahren in den LIDA-Regionen umgesetzt wurden. Und damit die Klimaschutzarbeit in den Regionen nachhaltig erfolgreich sein kann, wird es aus meiner Sicht in den kommenden Jahren um eine noch engere Kooperation mit unseren 7 steirischen Regionalmanagements gehen. Und diese 7 Zentren für die Regionalentwicklung in der Steiermark haben schon bisher sehr gut mit den LIDA-Regionen zusammengearbeitet.
Wir haben zahlreiche positive Beispiele für eine gelungene Verbindung dieser beiden Strukturen. Und das wollen wir in der Steiermark noch weiter forcieren. Im Hinblick auf den neuen inhaltlichen Schwerpunkt wird zusätzlich auch eine enge Abstimmung mit den Klima- und Energiemodellregionen und den Klimawandel-Anpassungsregionen in der Steiermark wesentlich sein. Ich sehe hier unglaublich viel Potenzial für Synergieeffekte und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit. Diese unglaublichen Synergieeffekte, glaube ich, sind wirklich die Aufgabe für die Zukunft, auf die sogar auch ich mich sehr freue, jetzt auch aus dem Kulturbetrieb heraus. Ich lade Sie jetzt aber ein, sich mit uns auf eine Art Reise zu machen. Brechen Sie mit uns gemeinsam auf in ein unbekanntes, noch nicht definiertes Terrain. Klingendes Kopfkino vom Allerfeinsten, so wird die österreichische und vielfach ausgezeichnete Formation ALMA bezeichnet. Wir haben hier in Hartberg zwei Mitglieder dieser Gruppe zu Gast, die auch als Duo auftreten, Stickler und Heitzmann, Marie-Therese Stickler an der Steirischen Harmonika und Matteo Heitzmann an der Violine. Sie geben uns einen Einblick in Transformation als ein facettenreiches Neudenken vom Bestehenden. Herzlich willkommen und vielen Dank. Als Musiker und Musikerin beschäftigen wir uns auch sehr oft mit Transformationsprozessen. In unserem Fall sind das ganz oft traditionelle Formen, verbunden mit international verbreiteten Formen, also auch mit alpinen, ländlichen Klängen und auch dann wieder urbaner, zeitgenössischer Musik. Und so wird das nächste Stück eines sein, das einerseits einen alpinen Jodler in sich birgt, einen Steirer, und das Ganze transformiert sich dann in ein Stück hinein von Matteo Heitzmann. Und das ist tatsächlich entstanden bei einer ganz persönlichen Transformation, als ich von Pinzgau, also ich bin Salzburger, nach Wien gezogen bin. Und es war das erste Stück, was ich quasi als 18-Jähriger in der großen Stadt komponiert habe. Viel Freude. Thank you.
habe ich Ihnen nicht so viel versprochen. Wir sind weit gereist. Herzlichen Dank, Marie-Therese Stickler und Matteo Heitzmann. Ich finde, das sieht man sehr schön, Kunst und Kultur sind das Fest und die Freude und ohne dem werden wir keine Innovation bewältigen können. Wir möchten uns jetzt der Podiumsdiskussion widmen und der Vertiefung all dieser Fragen, die heute schon angerissen wurden. Und ich bitte herzlich die Diskussionsteilnehmerinnen auf die Bühne, Herrn Diplom-Ingenieur Dr. Franz Fischler, Herrn Landesrat Magister Christopher Drexler, Magister Stefan Niedermoser, Obmann des Liederforum Österreich und Dr. Wolfgang Berger für das Liederforum Steiermark. Ich bitte herzlich. Das ist mein Platz, Herr Landesrat, Herr Dr. Fischler, Herr Niedermoser. Online zugeschaltet sind Ministerialrat Diplom-Ingenieur Christian Rosenwirth vom Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus. Er ist der oberste für LIDA zuständige Beamte in Österreich. Und Marion Eckert, Präsidentin des European LIDA Association, der European LIDA Association for Rural Development. Ich übergebe an Dr. Wolfgang Berger, Experte für soziale Innovation im Übrigen. Vielen Dank für die Einführung. Ich glaube, man kann mich hören im Raum und auch online. Es sind einige LIDA-Regionen zugeschaltet, auch aus ganz Österreich und aus Europa. Wir dürfen mit speziellen LIDA-Fragen beginnen und am Schluss dann wieder zu Europa zurückkommen, zu Europakultur und den aktuellen Herausforderungen. Ich darf aber zuerst diese Sache mit dem Geburtstag noch einmal ansprechen. Sie haben das schon gemacht. Ich möchte Sie ja da nicht ergänzen, aber ich möchte jetzt genau das Datum definieren und was ist da passiert. Es gibt nämlich tatsächlich ein Datum, ein Geburtstagsdatum, das ist nämlich der 15. März 1991. Aber kurz, also das haben wir ein bisschen zu spät, aber was ist tatsächlich passiert? 1988 hat es ein Grundsatzpapier der Kommission gegeben, das hieß die Zukunft der ländlichen Gesellschaft. Und in diesem Papier war schon etwas von der Diversifizierung der ländlichen Wirtschaft die Rede und von einer Gemeinschaftsinitiative. Im gleichen Jahr sind dann die gesetzlichen Grundlagen zur Entwicklung von LIDA dann auch geschaffen worden und zwei Franzosen sind beauftragt worden, Michel Laine und Yves Champetier. Zwei Personen, die schon langjährige Erfahrung mit Entwicklungsprogrammen im Mittelmeerraum hatten und die haben sich dann an die Vorarbeiten gemacht. Und ich darf die Regie bitten, genau, ich sehe schon eingeblendet vielleicht, die beiden Personen zu zeigen. Zwei bescheidene ältere Herren, die durchaus als Erfinder von LIDA bezeichnet werden können. Es ist übrigens auch der Grund, warum in der Beginnzeit von LIDA das Französische sehr stark prägend ist. Das heißt, der Liaison und Reaktion etc. Das ist und außerdem war es die Präsidentschaft von Jacques Delors als Kommissionspräsident. LIDA ist in diesem Zeitraum entstanden. 1991, am 15. März, hat dann die Kommission dieses Programm ins Leben gerufen und den Regionen angeboten. In der ersten Runde, Sie haben schon gesagt, 91 bis 94 waren 217 Regionen dabei, die dieses LIDA-Experiment einmal versuchen konnten. Drei Jahre später waren es dann schon über 900, was die Attraktivität dieses Programm eigentlich im ländlichen Raum auch beweist. Seit 1995 mit dem EU-Beitritt, genehmigt dann 1996, waren es dann auch 31 österreichische Regionen, die mit dabei waren, 5 aus der Steiermark. Einige sind auch hier vertreten, das Vulkanland, das Almenland, das Jogelland, das Auseerland, einige andere noch, ich kann nicht alle aufzählen, die waren schon in der ersten Runde dabei. Und ich möchte hier die Gelegenheit auch nutzen, für diese österreichische Pionierphase mich bei einigen Personen zu bedanken. Zunächst einmal bei Robert Lukesch, das war ein LIDA-Evaluator der ersten Stunde, der immer stark diesen LIDA-Innovationsfokus betont hat. Und Ministerialrat Ignaz Knöbel als langjähriger Ministeriumsverantwortlicher für LIDA, der immer hinter dieser LIDA-Idee gestanden ist. Sie kennen und Steirer, genau, aus Keindorf, Sie haben schon erwähnt. Und letztendlich natürlich den steiermarkischen und allen anderen Landesregierungen, die von Beginn an LIDA kofinanziert haben. Und letztendlich natürlich Ihnen, Sie haben schon erwähnt, Sie waren maßgeblich, kann ich sagen, dafür verantwortlich, dass LIDA so in die Breite gegangen ist, dass LIDA sich so ausgedehnt hat. Wir haben heute über 3000 LIDA-Regionen in ganz Europa. Sie waren mit Ihren Initiativen
Sie haben schon angesprochen, KORK-Konferenz und Agenda 2000 maßgeblich dafür verantwortlich, denke ich. Das hat ja einen unmittelbaren Kontext zu Lieder. Das war die Geschichte der ersten zwei Liederperioden. Heute haben wir die sechste. Mit 2021 haben wir die sechste Programmperiode. Und damit bin ich in der Gegenwart angelangt und darf über diese liederspezifischen Themen die Gesprächsrunde eröffnen und bei Stefan Niedermoser beginnen. Wir haben in letzter Zeit immer vom Liedermehrwert gesprochen. Also Lieder ist ja nicht nur eine Förderschiene, wir betonen das immer wieder, Lieder ist schon eine Förderschiene, aber nicht nur. Es ist eine ganze eine Methode der Regionalentwicklung. Es geht um die Einbindung der Bevölkerung, es geht um die Einbindung der Betroffenen. Stefan, was ist für dich dieser Liedermehrwert, der auch auf europäischer Ebene unter Added Value gerade diskutiert wird? Das Ganze, kann man sagen, ist ja mehr als die Summe der Teile. Man kann nicht die Projekte zusammenzählen und dann Lieder erkennen, das wäre zu kurz gegriffen. Kannst du uns bitte einen Einblick geben, was für dich der Liedermehrwert ist? Ja, vielen Dank, Wolfgang. Bevor ich die Frage beantworte, ein herzliches Dank auch von meiner Seite, erstens für die Einladung und zweitens aber für dich, an dein ganzes Team, an den Obmann, dass ihr das da heute macht. Es ist nicht selbstverständlich, diese Festivitäten zu 30 Jahre Lieder Europa und 25 Jahre Lieder in Österreich durchzuführen. Wirklich ein großes Dankeschön von der ganzen Lieder-Community da hier an eurer Region. Was ist der Mehrwert? Es hat eine europäische Umfrage gegeben vor ein paar Monaten, wo gefragt wurde, welchen Beitrag Lieder leistet. Und mehr als 95% von mehreren tausend Rückmeldungen dieser Umfrage haben angegeben, dass ohne Lieder die Region schlechter dastehen würde, dass ohne Lieder die Region weniger Wirkungen, weniger Inputs, weniger Projekte hätte. Alleine das müsste ja schon als Mehrwert reichen. Dann hören wir immer wieder, dass die regionale Ebene bessere, präzisere, genauere Aktivitäten zu Herausforderungen findet. Auch das müsste schon genügen, um den Mehrwert darzustellen. Aber in der Evaluierung geht es auch immer um Zahlen, Daten, Fakten. Diese Daten der Funktionen von Lieder, die der Franz Fischler ja schon in seinem Vortrag erwähnt hat, die europapolitische Dimension, die sozialpolitische Dimension, die wirtschaftspolitische Dimension, das kann man nicht so ganz einfach zählen wie Projekte oder wie Fördergelder. Das ist ein bisschen diffiziler. Wir arbeiten hier aber in Österreich, da bist du auch an führender Stelle bei uns im Liederforum, genau an diesem Thema, um diesen Mehrwert noch besser herauszuarbeiten. Ein wesentlicher Mehrwert für mich ist auch, dass die Liederregionen tatsächlich einen Beitrag leisten zu diesen Zielen, die in den Strategiepapieren stehen, dass wir dazu einen Beitrag leisten. Wir wollen nicht nur einen Beitrag leisten, sondern wir glauben, wir können noch mehr Beitrag zu diesen Zielen leisten, weil wir die Organisationsstruktur haben, wir haben die Methode, die seit 30 Jahren funktioniert und ausgebaut wird, und wir haben zum Glück auch etwas Kleingeld, mit dem wir die Projekte fördern können. Und ein letzter Punkt noch zu dieser Frage. Lieder wird sehr oft in der ländlichen Entwicklung als die schöne Blume dargestellt. Bei vielen Projekten, wo es um die ländliche Entwicklung geht, sind Liederprojekte dargestellt, werden Liederprojekte dargestellt, weil sie so vielfältig sind, weil sie so positiv wirken. Blumen brauchen Sonne und Wasser, auch Lieder braucht Sonne und Wasser, und der Franz Fischler hat es in seinem Vortrag angesprochen in Richtung Bürokratie. Es gibt aber auch noch andere Elemente, die hier wichtig sind, um den Fortbestand von Lieder nicht nur gleich fortzuführen, sondern eben um diesen Mehrwert, den wir generieren, auch wirklich leben zu können. Wir wollen das als Regionen, wir können das als Regionen, man muss uns nur lassen. Danke, also Lieder könnte noch wesentlich mehr. Die lokale Aktionsgruppe, darf ich nur dazu sagen, Sie haben es angesprochen, es gibt dann den demokratiepolitischen Aspekt von Lieder. Das ist diese lokale Aktionsgruppe, weil damit da Menschen eingebunden werden, die normalerweise nicht so leicht zu Projekten oder zu Entscheidungen kommen könnten. Ich sehe gerade am Bildschirm, wir haben unsere Online-Gäste auch zugeschaltet. Ich darf einmal eine Runde durchmachen und dann vielleicht auch kreuz und quer fragen. Ich hoffe, es wird dann auch eine sehr lebendige Diskussion. Ich darf mit Ministerialrat Christian Rosenwirth weitermachen, der
vom Ministerium aus für, vom Ministerium für Landwirtschaft, Tourismus und Regionen für LIDER zuständig ist. Hallo Christian, kannst du mich hören? Ich sehr gut hören. Ich hoffe, ihr mich auch. Schöne Grüße nach Hartberg. Und, genau. Sehr geehrter Dr. Fischler, sehr geehrter Herr Landesrat, sehr geehrte Ehrengäste, ich freue mich, dass ich dabei sein kann und eingeladen wurde. Vielen Dank, die Hörprobe funktioniert wirklich gut. Es ist technisch für uns schon eine Herausforderung, das doppelt zu fahren, die Veranstaltung präsenzmäßig und online. Ich darf mit dir weitermachen, Christian, und dir einige Fragen zur Innovation und zu den neuen Aufgaben von LIDER stellen. LIDER kann man zusammenfassen mit, es ist auf der einen Seite Identitätsförderung auf europäischer und aber auch gleichzeitig auf regionaler Ebene. Eine Frage dann noch, die wir Ihnen, Herr Landesrat, stellen werden. Dann ist es eine Förderung der Organisationsfähigkeit, und zwar von Gemeinden, Zivilgesellschaft und Privatwirtschaft im Zusammenspiel. Und letztendlich geht es immer um Innovation. Und das von Beginn an. Innovationen für den ländlichen Raum. Das sind immer drei T's. Werden immer drei T's erwähnt. Die Förderung von Technologie, Toleranz und Talenten. Du hast einmal unlängst gesagt, LIDER-Regionen sind die Innovationswerkstätten am Land. Aber dieses Innovationsmanagement gehört noch systematisiert. Was hast du damit gemeint? Ja, das habe ich einmal gesagt. Warum? Die LIDER-Prinzipien, und ein Prinzip davon ist die Innovation. Eines ist die Partizipation, ist heute schon genannt worden. LIDER ist einfach so eine Innovationswerkstatt, so ein innovatives regionales Problemlösungswerkzeug. Mit LIDER kann man etwas ausprobieren, ob es funktioniert. Und wenn es funktioniert, ist es dann sehr gut skalierbar, natürlich angepasst an die jeweilige Region. Und LIDER hat eben den Charme, dass es den Multi-Actor-Ansatz verfolgt, Open Innovation Ansatz sind alles Anglizismen. Am Ende des Tages geht es darum, die Heterogenität der Mitwirkenden zu forcieren. Nur dann entsteht etwas Neues. Mehrere gemeinsam entwickeln eine bessere Lösung als einer allein. Das ist halt auch schon angesprochen worden. Und da ist LIDER mit seiner Flexibilität natürlich sehr gut geeignet, das voranzutreiben. LIDER ist ja mehr, heute haben wir es eigentlich gehört, wenn es LIDER nicht geben würde, man müsste es eigentlich neu erfinden. Ich glaube, Robert Lukasch hat, ist heute schon angesprochen worden, diesen Ausspruch einmal uns auch weitergegeben. Auf was wir noch schauen müssen, und das ist in Österreich und in Europa noch zu wenig ausgeprägt, im Zusammenhang mit Innovation, dass man auch scheitern darf, also die Fehlerkultur, dass das auch ein Mehrwert ist, als etwas zu lernen. Da holt uns wieder manchmal die Fördervergaben ein. Dr. Fischler hat das auch angesprochen. Das heißt, da müssen wir noch daran arbeiten, dass das auch aufgearbeitet wird. Was habe ich gelernt? Und das auch an andere weitergegeben wird, damit sie nicht noch einmal diesen Prozess durchlaufen müssen. Du hast angesprochen, es gehört professionalisiert. Ja, wir haben in vielen Vorgesprächen herausgefunden, dass es schon zusätzliche Ressourcen, zusätzliche organisierte Struktur, also eine qualitative Begleitung für diese Innovationsprozesse, ländliche, regionale Innovationsprozesse braucht. Da haben wir noch zu wenig Kapazitäten vorhanden. Im urbanen Bereich ist das gegeben, aber in den ländlichen Regionen noch nicht. Also so ein Aufbau von ländlichen Innovationsökosystemen ist wichtig. Da haben wir auch eine eigene Maßnahme dazu geplant, die sich LIDER sehr gut zunutze machen kann und sehr gut andocken. Auf das haben wir auch geachtet. Und ich denke, das ist auch ein Beitrag, um aus der Covid-Krise ja mit neuen Ansätzen nachhaltig und smart herauszukommen, also nicht wieder dasselbe wie vorher zu machen. Und wir haben da zwei Handlungsstränge vorgesehen. Einmal die ländlichen Vernetzungsmanagement. Am Ende des Tages geht es hier um einen Kümmerer, der die Netzwerke begleitet, der Ideen aufgreift. Es gibt viele Ideen, die am Land schlummern, schlummernde Potenziale, die es zu heben gilt. Da braucht man gar nicht, wie beim Vorspann gesehen, sehr
tief unter Tag schürfen, die sind eigentlich sehr, sehr an der Oberfläche schon. Die gilt es eigentlich zu heben. Und dann etwas auch von europäischer Ebene abgeschaut, diese europäische Innovationspartnerschaft, nennen wir ländliche Innovationspartnerschaft, wo die Praktika mit der Wissenschaft, mit der Wirtschaft, mit der Zivilgesellschaft die Umsetzung von Ideen gemeinsam vorantreibt. Und zwar wollen wir das nicht nur auf einzelnen Unternehmen sehen, sondern wir wollen sektorübergreifende Kooperationen forcieren, besten auch über Branchengrenzen hinaus, zumindest entlang von Wertschöpfungsketten. Man kann auch sozusagen agrarisch und außeragrarisch verbinden, um, wie das Beispiel viel eher aus Oberösterreich, Naturkosmetik aus Biomilch zu forcieren, aus regionalen Wertschöpfungsketten. Das ist hier jetzt in Corona auch sehr stark zu Tage getreten, dass das wichtig ist zu beachten. Und wir schauen auch, dass diese Calls, diese Träger aus den Regionen selbst kommen und nicht eben zentral in der Bundesebene vorgegeben werden. Das ist unser Zugang und je nach Konstellation in den einzelnen Bundesländern können hier die Regionalverantwortlichen auf dieses Tool zugreifen. Gut, vielen Dank für den Überblick, Christian. Man kann zusammenfassen, du hast den Multi-Actor-Ansatz angesprochen. Der ist eigentlich die Grundlage für soziale Innovationen. Wenn verschiedene Leute zusammenkommen, dann tut sich mehr, könnte man ganz einfach übersetzen. Das ist bei LIDA ja der Fall. Da kommen ganz unterschiedliche Leute aus unterschiedlichsten Bereichen zusammen. Ich darf weitergehen zu Marion Eckhardt. Das Thema, ihr Thema ist das gesamteuropäische Netzwerk und das ist wirklich riesig im Grunde genommen. Das wird immer unterschätzt, weil es außer uns, bei uns selber, wenig bekannt ist. Es gibt, wie gesagt, 3000 LIDA-Regionen, das sind in Summe sicherlich mindestens 6000 Mitarbeiterinnen. Also das ist eigentlich ein Großunternehmen in Wahrheit, das tatsächlich auch gut vernetzt ist, auf der einen Seite durch den Contact Point. Das wird von der Kommission über die DGAG, über die Generaldirektion Landwirtschaft finanziert. Und auf der anderen Seite gibt es auch ein selbstgewähltes Netzwerk aller LIDA-Regionen. 2200 sind hier zusammengefasst im sogenannten ELAD-Netzwerk. Und ich darf die Marion Eckhardt als Präsidentin dieses ELAD-Netzwerks begrüßen. Sie ist aus Schweden zugeschaltet. Und ich darf dir gleich eine Frage mitgeben. Erstens einmal, du hast hier einen riesigen Überblick über die einzelnen Mitgliedstaaten. Könntest du uns einen Eindruck geben über diese verschiedenen LIDA-Umsetzungen? Dr. Fischler hat es ja schon angesprochen, das wird je nach Mitgliedstaat oft sehr unterschiedlich interpretiert. Wie ist da auch in dem Kontext Österreich, die österreichische Umsetzung zu sehen? Könntest du uns da einen kleinen Eindruck vermitteln? Bitte, Marion. Guten Tag alle. Und ich wollte auch erstmal damit anfangen, zu bedanken für diese schöne Veranstaltung, um LIDA zu feiern, 30 Jahre. Die erste, glaube ich, in Europa tatsächlich, die ich kenne in dieser Größe und auch in diesem Ausmaß. Und vielen Dank für die Einladung, dass ich da dabei sein darf. Ich wäre so gerne live mit dabei, aber wie wir wissen, bin ich nicht da. Ich wollte ein bisschen erzählen jetzt über die Überblick, was ich habe von Europa. Ich weiß nicht, ob die so gut ist. Es ist ja sehr, sehr viele LAGs und auch sehr viele Länder dabei. Ich würde sagen, es gibt ja erstmal einen Unterschied in die Umsätze von den Behörden hier und von den Verwaltungsbehörden. Es ist ziemlich gut bekannt in unseren Kreisen, wo es im Vergleich doch ziemlich einfach ist, LIDA umzusetzen. Und da ist Österreich schon mit dabei. Wo es im Vergleich ist, fast unmöglich. Wir haben ja schon ein Land in EU, wo bisher nur ein Projekt bewilligt worden ist. Und das ist Slowakei. So, das ist dann schon ein bisschen mehr kompliziert, würde ich sagen. Auch wenn alle sich beschweren über die administrative Hürden, glaube ich, gibt es echt Länder wie Österreich, Schweden, Estland, Finnland, Deutschland auch zum Teil, aber na, Deutschland ist schon ein Mittelland, würde ich sagen. Aber man kann schon sehen, wo es ein bisschen einfacher ist.
Und da muss ich auch immer meine Kollegen in Schweden darauf hinweisen, dass es sind Steuergelder, es sind manche Kontrollen notwendig, aber es ist alles immer noch möglich, wie wir das umsetzen. Und ich denke in Österreich auch. Ich denke auch, dass wenn man auf LAG-Ebene geht, dann sehe ich auf jeden Fall einen Unterschied zwischen LAGs, die hauptsächlich mit Investitionen arbeiten oder hauptsächlich mit Prozessen arbeiten. Und ich glaube mir ein Muster zu sehen, dass in Ländern, wo es viel mit direkte Unternehmensförderung gearbeitet wird, da denke ich, gibt es auch viel mehr direkte harte Investitionen in manche Bereiche, während LAGs, die mehr mit Dorfentwicklung, also die Gesamtbild arbeiten, die sind mehr prozessorientiert und beschäftigen mehr Leute. Und da sind doch Steiermark dabei mit ihren Kulturprojekten, wie ich jetzt verstanden habe. Das wusste ich ja nicht vorher. Und was wollte ich noch dazu sagen? Und die Überblick, die erhalte ich ja durch Veranstaltungen wie diese, aber auch von unseren Mitgliederversammlungen. Wir haben ja Vollmitgliederversammlungen in meiner Amtszeit 5 oder 6 Mal pro Jahr, virtuell natürlich. Und dann mindestens einmal pro Jahr machen wir so eine tiefgreifende Analyse, wie LIDA dann in der Tat umgesetzt wird in jedem Land und was sind die Hürden und die positive Sachen und so weiter und so fort. Und machen wir so eine Art von Länderrapport. Und auffällig ist ja auch dann, wo sind die großen Probleme oder wo geht es extra gut. So wie zum Beispiel, ich weiß nicht, ob Sie wissen, dass in Sachsen-Anhalt, da geht 45% von der ländlichen Entwicklungsfonds zu LIDA. Das ist ja schon beeindruckend. Also man kann sich schon über 5% legen und auch über 10%, weil LIDA wird ja gerne als der kleine Schwester oder Bruder gehalten. Das ist, was ich sagen wollte. Danke. Ich hätte ja jeweils eine zweite und dritte Frage, weil wir müssen auf die Zeit schauen. Astrid, ich weiß jetzt nicht, wie wir mit der Zeit unterwegs sind. Ich darf aber dir wieder übergeben, vielleicht eine zweite Runde noch eröffnen. Bitte, wenn du übernimmst. Na, ich muss jetzt natürlich eine Lanze für die Kultur brechen, wenn das ein Spezifikum ist der Steiermark. Da möchte ich auch ein bisschen selbst davon erzählen, wie ich dazu gekommen bin. Wir haben für die Europaabteilung des Landes Steiermark mit meinem Kulturverein Akademie Graz eine Bildungsreise, mehrere Bildungsreisen durch die Steiermark gemacht und haben Europa besucht in der Steiermark. Und es waren dann überwiegend Kulturprojekte im Rahmen von LIDA, die mich massiv begeistert haben. Es war so viel Begeisterung an Bord der Menschen, die das gemacht haben. Und faszinierend insbesondere war sozusagen dieser letzte Schritt der Transformation. In diesem großen Zusammenhang wurde oft über Kunstprojekte erreicht, die ja, wie wir wissen, nicht sozusagen dieses große Volumen der Agrarförderung für sich beanspruchen können. Aber sozusagen diese massive Transformationskraft von Kunst- und Kulturprojekten, diese prinzipielle Offenheit für partizipative Methoden, für Einladen, Teilnehmen, Mitmachen, macht dieses Zusammenspiel so wahnsinnig fruchtbar. Und in der Steiermark haben wir wirklich großartige Initiativen von Holzfeld, Murau, Festival Stubenrein. Es ist eine wahnsinnig treibende Kraft, finde ich, in dieser Region. Das Rostfest hat enorm viel weitergebracht. Kleinere Aktivitäten wie das Kromstlab zum Beispiel in Anger und so weiter. Das ist, man kann es fast gar nicht aufzählen. Und jetzt würde ich gerne den Herrn Landesrat fragen. Weil da gibt es jetzt zwei Facetten. Nicht? Wir haben ein wahnsinnig blühendes Kulturleben in den Regionen der Steiermark, das ist wirklich im Aufblühen, im Wachsen, hat es wesentlich mit ihren Aktivitäten, wie zum Beispiel Kunstraum Steiermark und anderem zu tun, auch diesen Schwerpunkt einer regionalen Nahversorgung im Kulturbereich aufzubauen. Das ist das eine, was macht die zeitgenössische Kunst am Land und was macht sie so besonders? Und die zweite Frage, nachdem die alle in diesen europäischen Netzwerken arbeiten, könnte das nicht auch ein Beitrag sein für ein neues, stärkeres, positives Europabewusstsein in der Steiermark? Ja, vorweg einmal auch von mir ein herzliches Grüß Gott. Bin auch sehr froh, heute bei dieser Veranstaltung dabei sein zu dürfen. Und LIDA ist mir jetzt über die letzten 1,5 Stunden noch viel sympathischer geworden. Zum einen der spannende Zeitzeugenbericht und gleichzeitig das flammende Plädoyer von Franz Fischler, das, glaube ich, wirklich
Da braucht man dann gar nicht mehr über ein neues, positives Europabewusstsein reden. Ne? Du musst sozusagen die Founding Fathers des österreichischen Wegs in die Europäische Union herumschicken und solche flammenden Plädoyers halten lassen. Dann ist das schon einmal ganz gut. Das Zweite aber, ich habe gelernt jetzt von Ihnen heute, dass der genaue Geburtstag von LIDA der 15. März 1991 ist. Das freut mich natürlich sehr, weil an diesem Tag bin ich genau 20 Jahre alt geworden. Jetzt können Sie sich zweierlei ausrechnen. Erstens, wie alt ich jetzt bin. Und zweitens, dass mir der 15. März natürlich ein besonders lieber Tag ist. Ja. Die Iden des März, wenn man es sozusagen aus der klassischen Tradition ableiten wollen. Also sehr viel Sympathie einmal für mich. Sehr viel Sympathie für LIDA, die ich dadurch zusätzlich gewonnen habe. Nun aber zu dieser Frage. Ja, erstens einmal bin ich sehr froh, dass es diesen kulturellen Aspekt gibt. Ja. Und es sind jetzt schon wesentliche Projekte genannt worden. Wir haben ja auch bei dem Film immer wieder eigentlich viel Kultur gesehen. Ja. Wenn man zum Beispiel an dieses Museum in Judenburg, wie mir scheint, uns zurückerinnern, an das habe ich nicht nur lustige Erinnerungen, weil die wollten ja unbedingt das Original vom Strettweger Kultwagen. Ja. Das musst du aber erst einmal der Geschäftsführung des Universalmuseums Joanneum verklickern, dass man den wahrscheinlich zweitwesentlichsten archäologischen Fund Österreichs jetzt nicht mehr im Schloss Eckenberg aufbewahren, sondern zumindest temporär nach Judenburg schicken. Das ist dann mit so viel Sicherheits-, Versicherungs- und sonstigen Fragen überfrachtet worden. Und ich glaube, am Video hat man den Unterschied zwischen der Replika und dem Original nicht wirklich gemerkt. Ja? Also insofern müssen wir vielleicht da und dort auch Kompromisse machen. Ich freue mich über diese Kulturinitiativen, es sind einige genannt worden. Und ich würde sogar einladen dazu, dass man das noch weiterentwickelt, vielleicht sogar zu einem Exportschlager macht, wenn wir gerade aus Schweden gehört haben, dass das etwas Besonderes ist, dass man diesen Kulturaspekt hier über LIDA so transportiert. Freut mich das sehr. Und ich bin jedenfalls bereit, also es ist bei uns ja auch so, dass das Kulturressort, respektive die Abteilung 9 des Amtes der Steiermarkischen Landesregierung, auch an diesen Finanzierungen partizipiert, wenn ich es freundlich und angenehm formulieren darf. Also insofern, ich glaube, das Jubiläum ist uns ein Anlass, die Dinge einfach nur positiv weiterzuentwickeln und mithin zum positiven Europabewusstsein beizutragen. Vielleicht noch von meiner Seite, glauben Sie, dass man eine kulturelle, wir haben von einer kulturellen Identität gesprochen, aber auch von einer regionalen. Bei LIDA versuchen wir immer beides zu machen, eine europäische Identität gleichermaßen zu transportieren und eine regionale. Ist das für Sie ein Widerspruch? Geht das? Das passt überhaupt. Ich glaube, die Kraft des Regionalen, jetzt auf so einer Ebene wie einer LIDA-Region, aber letztlich auch die Kraft des Regionalen im Sinne einer Region wie der Steiermark, sind eigentlich unendlich positive Beiträge zu einer europäischen Identität. Das eine steht neben dem anderen und ergänzt sich in einem gewissen Sinne. Und ich glaube, dass hier sehr viel für regionale Identität beigetragen worden ist. Ich meine, Sie haben es genannt, Vulkanland, weil der Bürgermeister der neuen Stadt Feldbach auch hier ist. Vulkanland ist mit Sicherheit so ein zutiefst identitätsstiftendes Projekt gewesen. Nicht? Also wo anfangs noch viele sich gedacht haben, was wollen die da? Ja? Wo manche noch das Vokabel in Wertsetzung studieren und lernen mussten. Ja? Und heute ist das eine Erfolgsgeschichte par excellence. Mit einer ganz kurzen Unterbrechung vielleicht, als man ganz kurz angeblich der Meinung war, dass man den neuen Bezirk Südoststeiermark auch Vulkanland nennen soll. Das ist schon deswegen nicht gegangen, weil es das Autokennzeichen VL Villachland schon gegeben hat, also das wäre nicht gegangen. Und dann hat man da auch in der ZIP 2, einer oftmals interessanten Nachrichtensendung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, sich über diese Identitätsstiftung kurz lustig gemacht. Weil die haben noch an den Planeten Vulkan gedacht, aus einer manchen bekannten
Fernsehserie. Dabei waren wir schon viel weiter und haben das Vulkanland einfach mit regionaler Identität ausgestattet. Also das ist, glaube ich, extrem identitätsstiftend. Und ich kann letzter Satz zu dem Thema Ihnen eins sagen. Ich bin ja nach 49 Jahren Leben in der Stadt vor circa 11 Monaten ins Almenland gezogen. Ja? Und verspüre dort sehr viel Identität. Auf eine ganz sympathische, gewinnende, angenehme Art. Gut. Herrn Dr. Fischler dazu anschließend fragen. Wir haben uns kurz schon unterhalten über die Rolle der Kultur in der Regionalentwicklung und Sie sind ja selber auch aktiv tätig. Wie sehen Sie sozusagen das Potenzial dieses Zusammenspiels? Naja, ich würde sagen, die Kultur, das ist ein ungeheuer leistungsfähiger Motor auf der einen Seite, aber zugleich auch sozusagen das Öl, dass das Ganze geschmeidiger macht, dass das Zusammenleben zum Funktionieren besser bringt. Also Kultur und Lieder, das passt selten gut zusammen, muss ich sagen. Und ich kann also nur raten, macht sie das wirklich intensiv weiter. Und ich denke, das kann sogar ein Exportartikel, ein steirischer sein, in der Richtung. Aber ich möchte noch jetzt einen Gedanken hier einbringen, der mir wichtig ist, der nicht unmittelbar mit Kultur zu tun hat, aber mittelbar schon. Nämlich, wir haben ja schon jetzt im Laufe dieser Veranstaltung alleine und auch in vielen anderen Veranstaltungen ist es ja immer wieder sichtbar geworden, wie viel Instrumente, wie viel Methodik, wie viel Erfahrung man im Rahmen von Lieder entwickelt hat, um Transformationen erfolgreich zu bewältigen. Da gehört sicher auch die Kultur dazu. Und ich erwähne das jetzt deswegen, weil uns bewusst sein muss, und das ist wahrscheinlich die Aufgabe schlechthin für alle Liedergruppen in den nächsten 10, 20 Jahren, muss uns die größte Transformation, die wir je geplant haben, gelingen. Wenn uns die Dekarbonisierung bis Mitte des Jahrhunderts nicht gelingt, dann sind wir in allergrößten Schwierigkeiten. Und diese Transformation, das ist wirklich dramatisch. Also ich möchte nur an eines erinnern. Ja? Wir reden vom neuen grünen Deal. Was heißt das grüner Deal? Wer macht da mit wem einen Deal? In Wahrheit ist das eine Anlehnung, die Frau von der Leyen genommen hat bei Roosevelt, ja, in den Anfang der 1930er Jahre, wo dieser Herr Roosevelt zum neuen amerikanischen Präsidenten gewählt wurde und der amerikanischen Bevölkerung gesagt hat, ich biete euch einen Deal an. Wenn ihr das, was ich an Konzepten euch vorschlage, wenn ihr da mitgeht, dann garantiere ich euch, dass Amerika wieder zum alten Wohlstand zurückfindet und dass wir die Phase der riesigen Arbeitslosigkeit und Deflation überwinden können. Und irgendwo stehen wir da jetzt genauso da. Ja? Nämlich, es geht darum, dass es möglich sein muss, und ich habe das also auch in meinem Vortrag schon angedeutet, innerhalb der nächsten 9 Jahre sollte mehr als die Hälfte von dieser Transformation gelingen, weil sonst schaffen wir das Zieldatum 2050 nicht. Also wir müssen jetzt imstande sein, zum Beispiel uns gute Lösungen zu finden, auch als Leader, was können wir zur Kreislaufwirtschaft beitragen? Wie können wir die Kreislaufwirtschaft stimulieren? Weil das ist nicht etwas, was nur bei den großen Konzernen beginnt, sondern das ist etwas, was bei uns selber vor Ort in der Gemeinde gelingen muss. Was können Leader-Aktionen dazu beitragen, dass
wir imstande sind, das Konsumverhalten zu ändern. Nachdem wir ja wissen, dass wir eindeutig zu viel Fleisch und Fleischprodukte verbrauchen. Da ist also auch die Nähe sogar zum ländlichen Raum und zu den Bauern vorhanden. Da ist die Frage des Energieverbrauchs, der Energiesouveränität, des Zusammenspiels von der großen Energieversorgung zu lokalen Versorgungseinrichtungen. Und da könnte ich jetzt endlos fortsetzen, da gibt es also viele solche Punkte. Aber ich glaube, dass da eigentlich der Kern, die Kernaufgabe der kommenden Jahre ist und dass da man froh sein muss, dass es dieses LEADER gibt, die schon Instrumente und Methoden entwickelt haben, die da helfen können, genau auf dem Gebiet weiterzukommen. Die letzte Frage, die ich im Grunde an Sie stellen wollte, das ist die dreifache Herausforderung, so wird sie auch genannt. Sie gestellt an Sie. Ja, genau, richtig. Und uns gleichzeitig einen Auftrag geben, aber ich darf gleich eine Rückfrage stellen, also dreifache Herausforderung, ökologische, ökonomische und soziale Anforderungen und zwar geballt zum gleichen Zeitpunkt, könnte man sagen. Wir stehen bereit, ich glaube, LEADER ist wirklich ein erprobtes Modell, das Sie jetzt eine Antwort geben kann, weil wir die Leute mitnehmen. Man sieht es ja bei Covid, man sieht es beim Klimawandel, wenn ich die Leute nicht sinnerfassend mitnehme, dann führt es eher zu Demos gibt es etc. von Leuten, die es vielleicht nicht so ganz verstehen, was gerade läuft. Und da ist LEADER ein gutes Instrument, die Leute mitzunehmen. Aber was glauben Sie, was brauchen wir als LEADER-Organisationen für Rahmenbedingungen? Wo könnten Sie noch Stellschrauben sehen, dass wir hier überhaupt in Fort kommen? Glauben Sie, dass da noch etwas notwendig ist von den Rahmenbedingungen oder beziehungsweise welche? Naja, ich habe schon gesagt, nicht? Also manches würde sich wahrscheinlich administrativ einfacher auch realisieren lassen. Also bei der Bürokratie könnte man, glaube ich, schon eine Schraube zurückdrehen. Ja. Das Zweite, was, glaube ich, viele Leute noch immer nicht ganz verstehen, ist, wir müssen also dieses sektorale Denken verlassen. Da die Landwirtschaft, da das Gewerbe, da der Tourismus und so weiter. Wir sind es doch gewohnt, wenn wir am Land leben. Ja? Es gibt nur das eine Dorf. Nicht? Und es gibt nicht das Dorf der Bauern und das Dorf der Gewerbetreibenden und das Dorf, ich weiß nicht von wem. Das müssen wir leben. Und dann wird genau das besser funktionieren noch, was Sie also hier fragen. Und vielleicht noch ein Gedanke, der meines Erachtens wichtig ist, nach wie vor. Und das ist schon ein Problem, das vielleicht am Dorf eher noch krasser ist als in urbanen Zonen, nämlich wo sind die Jungen und die Frauen? Ja? Weil ich glaube, so wie mittlerweile in der UNO man sich völlig darüber im Klaren ist, dass Entwicklungszusammenarbeit und die Entwicklung des Kontinents wie Afrika nur dann gelingt, wenn man die Frauen dafür aktivieren kann, im Prinzip ist das bei uns auch so. Okay. Ich glaube, Astrid, diese Diskussion würde so richtig spannend werden, aber leider haben wir dieses Zeitkorsett einzuhalten. 5 Minuten haben wir gerade die. Ich würde dieser Aspekt sozusagen, dass LEADER eine sehr innovative Methode ist, der Beteiligung letzten Endes auch, dass die in die Städte geht, das ist schon eine Facette, die mich schon sehr interessieren, noch einmal in Richtung Schweden vielleicht auch zu stellen. Ja, genau, danke für die Erinnerung. Marion Eckert, wir haben gehört, es gibt inzwischen auch den umgekehrten Innovationsweg, nämlich vom Land in die Stadt. Üblicherweise meint man, dass Innovationen nur von der Stadt aufs Land gehen. Das stimmt im Falle von LEADER nicht, weil der ländliche Exportschlager Lokale Aktionsgruppe ist in die Stadt gegangen. Könntest du uns davon was erzählen? Ja, es gibt ja diese Mehrfondslösung auf europäischer Ebene und das haben einige Länder übernommen, Mitgliedstaaten. Schweden ist eine von die, Portugal eine andere und da hat man auch probiert, so eine urbane CLLD zu machen, wie man das nennt. Und das ist die Frage, was ist urban eigentlich?
In Lissabon ist es ja auf jeden Fall urban. Da hat man umgesetzt eine Modelle mit mehreren lokalen Aktionsgruppen, also mehrere Entscheidungsgremien innerhalb einer lokalen Aktionsgruppe von Lissabon. Ich denke, es sind 12 Gremien oder sowas. Und das ist durchaus möglich. Aber in Schweden haben wir sehr stark gearbeitet mit diese Urban-Rural Linkages zu überbrücken. Mit Hilfe von zum Beispiel meiner eigenen Liedergebiet. Wir haben ein paar Städte da drinnen, die sind so mittelgroße Städte für schwedische Verhältnisse, so 50.000, 60.000 Leute wohnen da drinnen. Ist vielleicht für Österreich ein Dorf noch, aber für uns sind das Städte. Und da arbeiten wir zusammen und da haben wir die Möglichkeit, Projekte zu machen, wo man die Unterschiede überbrückt und die Region als eine Gesamtregion, weil wir brauchen die Städte und wir brauchen den ländlichen Raum zusammen. Wir haben zum Beispiel, wie heißt das nochmal, Märkte, Landwirtschaftsmärkte gehabt in die Städte und Ausflüge gehabt von die Städte aus in die ländliche Raum, um die komplette Identität zu fördern von den Gemeinden. So, ja, das ist alles noch möglich, aber es gibt ja auch, also jetzt mit die 4-Fonds-Lösung, ich denke, da gibt es viele Möglichkeiten, unterschiedlich die LAG zu gestalten und es wundert mich ein bisschen, dass Österreich das nicht hat. Genau, danke, da darf ich aber dann Stefan Niedermoser übergeben, das stimmt nicht ganz, Tirol hat diese Mehrfonds-Finanzierung für LIDA sehr wohl angegangen, kannst du uns da einen Erfahrungsbericht darüber geben? Seit 2013 dürfen wir das in Tirol anwenden, dass wir auf der LIDA-Ebene Geld aus mehreren Fonds haben. Wir sind damit sehr glücklich, werden das auch in Zukunft so beibehalten, weil dann eben genau das nicht passiert, was der Franz Fischler angesprochen hat, dass sie auf der lokalen Ebene separieren muss zwischen den verschiedenen Silos. Weil die Leute in den Regionen oder in den Gemeinden wollen, dass was weitergeht, dass die Projekte gemacht werden, die wollen sich konzentrieren auf die Projektidee, auf die Projektumsetzung und nicht klopfen sie jetzt bei der richtigen Türe an oder nicht. Da hat es bei uns eine Bereinigung gegeben. Wie gesagt, wir sind sehr, sehr glücklich damit, weil da auch noch etwas mehr von dieser Innovationskultur Einzug halten kann. Also die Kultur der Innovation fordert eben, wie der Rosenberg Christian gesagt hat, ein bisschen dieses Scheitern auch ein. Ich muss was probieren und das kann ich halt, wenn ich mehrere Finanzierungstöpfe zur Verfügung habe. Und das Zweite ist, ich darf mich nicht von der Verwaltungskultur überholen lassen, weil dann funktioniert Regionalentwicklung auch nicht. Und last but not least ist natürlich dennoch wichtig, dass personell und finanziell die Ressourcen zusammenpassen mit den Aufgaben, die wir in den Regionen haben und die werden mehr und nicht weniger. Und ich sage es nochmal, wir wollen diese Aufgaben auch annehmen, wir wollen diese Aufgaben bearbeiten in Zusammenarbeit mit den Gemeinden, mit den Interessensvertretern, mit den Unternehmen. Wir können das nur gemeinsam, die kommenden Herausforderungen lösen. Und ich glaube, das LIDA, der LIDA-Ansatz, die LIDA-Methode, ein ganz wichtiger und richtiger Schlüssel dafür. Okay. Das heißt, nach 25 Jahren kann man sagen, wir freuen uns auf die nächsten 25 Jahre und wir haben viele neue Aufgaben zu lösen. Astrid, hast du noch etwas oder sind wir jetzt mit der Zeit? Klar, sind wir mit der Zeit am Ende, glaube ich, unserer Diskussion. Vielen Dank für die, wenn wir noch mehr Zeit hätten, wäre es noch viel mehr gewesen, was wir aufmachen hätten können, aber danke für die Diskussion. Dankeschön, dann gehen wir ab und du bleibst da. So, ich darf zum Schluss noch die Obleute zu Wort kommen lassen, unseren eigenen Obmann, den Sepp Singer vom Oststeirischen Kärntenland und den Franz Meizen vom Thermenland Wechselland, aber vielleicht hintereinander ein paar Abschlussworte. Da geht es, glaube ich, auch um das zusammenfassend, was wir jetzt gerade gesprochen haben und was LIDA in Zukunft auch braucht. Bitte, Sepp. Ja, sehr geehrter EU-Kommissar außer Dienst, Dr. Franz Fischler, verehrter Herr Landesrat, liebe Gäste unserer Feierstunde. Es ist gar nicht so einfach, das Gehörte
jetzt zusammenzufassen. Aber wir haben gehört, unsere Gesellschaft steht vor großen Herausforderungen. Der Klimawandel muss eingebremst werden. Zum Teil werden noch Covid-19-Folgen, Spätfolgen zu schultern sein. Und vor allem gilt es, die Resilienz der ländlichen Regionen in finanzieller, sozialer und kulturellen Dingen zu stärken und zu fördern. Und da ist LIDA, das haben wir heute auch, glaube ich, gehört und bestätigt bekommen, ein Teil der Lösung. Mit dem Bottom-up-Prinzip, mit möglichst überschaubaren Regionen und der Einbindung der Zivilgesellschaft entstehen auf der Basis mit den Menschen vor Ort Entwicklungsprozesse und Projektinitiativen, die Kreativität und Innovation fördern. Aber dazu braucht es auch Geld. Und dass es nicht nur Kleingeld bleibt, wie Stefan Niedermoser das ausgesprochen hat, haben die österreichischen LIDA-Regionen eine Petition auf die Reise geschickt mit der Bitte, das LIDA-Programm finanziell besser auszustatten. Es kommen ja neue Aufgaben dazu, Stichwort Klimawandel. Dann neue LIDA-Regionen, haben wir gehört, kommen zusätzlich dazu. Das bedingt schon deswegen ein größeres Förderungsbudget. Ich möchte mich heute an alle Mandatare und Entscheidungsträger wenden, uns in dieser Angelegenheit zu unterstützen. LIDA ist im ländlichen Raum unverzichtbar. Meine Damen und Herren, ich muss ganz kurz machen. Ich betrachte, wie viele andere, LIDA als eine ausgestreckte Hand aus der EU, aus dem, was wir alle wollen und was wir alle befürworten. Und wir müssen diese ausgestreckte Hand ergreifen und ich glaube, mit LIDA kann man sie sehr gut ergreifen. Das, was jetzt vorher gesagt wurde und was zwischendurch auch aufgetaucht ist in der Diskussion, nämlich eine Multifonds-Lösung könnte ein Beitrag sein zu einer Mehrleistungsmöglichkeit von LIDA bei uns. Das wäre angebracht, denn ich war der Meinung, es ist uns durch die Projekte, die es durch LIDA in der Steiermark gibt, gelungen, die Entscheidungsträger, nämlich insbesondere auch in der Bundesregierung, zu überzeugen, dass LIDA etwas Gutes ist und nicht der Selbstbefriedigung von einigen Leuten dient, die sich wichtig machen wollen. Und aus diesem Grund habe ich mir gedacht, wird der Rückschluss gezogen, dass es sich auszahlen könnte, den Anteil, den LIDA aus den Geldern, die für diesen Fonds zur Verfügung steht, etwas zu erhöhen. Es schaut allerdings nicht so aus, es schaut eher aus, als würde es durchs Gleichbleiben weniger werden. Das bedauern wir, aber wir werden uns alle miteinander, glaube ich, bemühen, LIDA weiterhin auf der Erfolgsstraße zu halten. Und was mir besonders für heute gefallen hat, was auch von dir, von Ihnen, ich muss das zum Herrn Landwirtschaftskommissar sagen, sein erster Auftritt in Österreich, wie Österreich beigetreten ist 1995, war im Bezirk Fürstenfeld in Großwilfersdorf. Dort war mein Gasthaus, da haben die Leute beim Fenster reingeschaut, weil im Raum gar nicht mehr alle Platz gehabt haben. Herzlich willkommen noch einmal und uns allen bei LIDA und bei der Arbeit mit LIDA weiterhin viel Freude, viel Innovation und alles Gute. So, ich bedanke mich sehr herzlich bei diesen überaus wertvollen, begeisternden, inspirierenden Beiträgen von allen Gästen dieser Veranstaltung.
was ich, wie ich es kurz auch erzählt habe, ich finde, die Liederprogramme sind extrem freudvolle Menschen am Werk, die wirklich zukunftsoptimistisch und gestaltungsaffin ihre Wege gehen und immer wieder auch Neues entwickeln möchten. Und da gehört natürlich auch das Scheitern dazu, aber niemand scheitert gerne. Es ist auch nicht allzu viel Scheitern im Liederprogramm, glaube ich. Ich möchte Sie herzlich einladen, also danke schön noch einmal an alle, danke auch ans Publikum online, danke an die Gäste aus Schweden und aus Wien. Ich möchte Sie noch einmal herzlich einladen zum Besuch des mobilen Pavillons der Steiermarkschau hier in Hartberg. Das geht noch bis zum 4. Juni. Das Ambiente ist wirklich wunderbar. Hartberg ist unbedingt einen Besuch wert. Die weiteren Schauplätze des mobilen Pavillons werden sein, eigentlich sollte da eine Folie sein mit den Terminen hinter mir, wären dann der 5. bis 25. Juli in Spielberg, der 14.8. bis 5. September in Schlapming und in Bad Radkersburg dann im Herbst von 25. September bis 31. Oktober. An allen diesen Schauplätzen wird es auch ein eigenes Programm mit den Liederregionen geben. Wir werden das zeitgerecht ankündigen. Die Ausstellungen der Steiermarkschau in Graz, im Museum für Geschichte, im Kunsthaus Graz und im Volkskundemuseum sind täglich für Sie bis zum 31. Oktober für Sie geöffnet. Auch Sie unbedingt einen Besuch wert und besuchen Sie uns auch auf den Websites steiermarkschau.at und mobilerpavillon.at. Die Sensation des mobilen Pavillons, das muss ich auch noch sagen, ist natürlich, dass die komplette Ausstellung online auf dieser Website anzusehen ist, aber das einzigartige Raumerlebnis müssen Sie vor Ort genießen. Ein herzliches Danke an Marie-Therese Stickler, die ich noch einmal auf die Bühne bitte, und Matteo Heitzmann. Sie gestalten diesen Nachmittag jetzt mit einem stimmungsvollen Ausklang. Ich danke herzlich für dieses kleine Gusto-Stück, das Sie uns geschenkt haben. Es war eine ganz großartige Transformationsreise, ähnlich wie Lieder, offen, neu, europäisch und regional verankert. Herzlichen Dank, alles Gute. Thank you.